Ich hätte Backholz. Backholz ganz allein. Noch immer Backholz. Backholz, das muss ein Tor sein. Und es ist es. Es ist es. 1:0 für Rapid. Rapid führt mit 4:1. Willkommen bei 1899 FM zur neuesten Ausgabe. Ich nehme an, nach dieser kurzen Einblendung ist es jetzt nicht schwer zu erraten, wer heute mein Gast ist. Es ist natürlich der legendäre Torschütze aus Manchester und der letzte Meistertrainer unseres Vereines, Peter Backholt. Ich habe mit Peter dieses Gespräch unmittelbar, also 2 Tage nach unserem Heimspiel gegen Klagenfurt aufgenommen. Es ist über Skype. Ich bitte deshalb vielleicht die Tonqualität in manchen Sequenzen zu entschuldigen. Ich habe mit Peter sehr, sehr lange über seine Spieler- und Trainerkarriere gesprochen. Er gibt dabei interessante Einblicke auch in das Trainerwesen, zum Beispiel in Deutschland bei 1860 München. Auch der Wechsel zu Rapid war ja nicht ganz so einfach und auch friktionsfrei bezüglich dann seines alten Clubs Dynamo Dresden. Also es gibt hier einiges zu besprechen. Natürlich auch ein großer Teil, die zum Schluss dann die letzte 30, 35 Minuten geht es dann konkret eben um diese Spiele gegen Celtic Glasgow, die sich dieser Tage im Herbst zum 40. Mal jähren. Peter Backholt hat auch seinen 65. Geburtstag in den letzten Tagen gefeiert. Also wie man sieht, es gibt genug Grund, mit Peter Backholt zu sprechen. Das Gespräch dauert relativ lange, es ist eine relativ lange Aufzeichnung, aber nichtsdestotrotz bin ich überzeugt davon, dass da sehr, sehr viel Interessantes, Spannendes und auch Amüsantes dabei ist. Ich bedanke mich schon jetzt fürs Zuhören und wünsche viel Freude und viel Spaß. Lieber Peter, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. 2 Tage nach dem für dich nicht so erfreulichen Spiel gegen meine Rapid oder vielleicht auch ein bisschen gegen deine Rapid. Vielleicht ganz kurz noch zu dem Spiel. Ich habe immer zum Beispiel das Gefühl, dass dein Verhältnis zum Robert Klaus bzw. umgekehrt sehr wertschätzend ist, denn ich habe mit Robert Klaus auch schon mal ein Gespräch geführt. Und der hat sich so massiv gegen dieses Schubladendenken gewehrt. Er, der Laptop-Trainer und du, dieser Trainer der alten Schule. Und hat gemeint, dass du dich genauso akribisch auf ein Spiel vorbereitest wie ein jüngerer Trainer. Wie stehst du zu diesem Schubladendenken, Laptop-Trainer und ja, Trainer der alten Schule? Erstens einmal hallo. Ja, also so wie es der Robert richtig sagt, ich meine, es kommt ja natürlich auf 2 Generationen an. Ich komme aus einer ganz anderen Generation, wo man noch Fußball gespielt hat, wo man dann auch Fußball gelernt hat. Robert ist doch glaube ich, 20 Jahre jünger, kommt wieder aus der nächsten Generation, so wie jetzt schon wieder die nächste Generation praktisch ausgebildet wird. Und wir sind nicht mit so gerne Computers und was nie was ausgebildet worden, auch im Beruf nicht. Und heutzutage geht es ohne den gar nicht mehr. Ohne Laptop, ohne Computer, glaube ich, funktioniert die Welt gar nicht mehr. Und dadurch ist es immer so ein Klischee, wenn man, klar, habe ich das auch einmal schon gesagt, ich bin kein Laptop-Trainer. Das ist auf das bezogen, dass man halt nicht als Trainer den ganzen Nachmittag oder den ganzen Tag vor dem Laptop sitzt und sich die Szenen anschaut, Spiele reflektiert und so weiter. Also da bin ich anders. Ich glaube, dass aber die anderen Kollegen, so wie es der Robert auch sagt, ja auch nicht. Der sitzt ja auch nicht den ganzen Tag vor dem Computer und schaut sich Videoanalysen an und so weiter. Natürlich schaut man sich gewisse Sachen auch. Das mache auch ich auch. Ich habe zwar keinen Computer, ich mache es über einen Laptop, aber das ist so. Aber du wirst ja auch ein Trainerteam haben und auch einen Analysten haben, der vielleicht den Gegner ein bisschen analysiert und das vorbereitet. Ne? Ich habe meinen Co-Trainer, der was ja das ja analysiert, dann ist es ja auch so, du gibst ja als Trainer, magst ja auch nicht alles selber. Ich glaube nicht, dass jeder Cheftrainer alles, so wie es vielleicht vor 40, 50 Jahren war, der was alles allein macht, alles Training und so weiter und alles, sondern schon den Trainerstab mit einbezieht. Und genauso ist es bei mir. Und natürlich verwende ich mein Laptop, iPad genauso für die Videoanalysen, Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Es wird heutzutage ja eh schon alles von gewissen Plattformen, wird da ja eh schon alles ins Haus geliefert, gegenüber was vor, sage ich mal, vor 30, 40 Jahren war. Heute kannst du ja schon alles overladen und anschauen und dadurch tue ich mich genauso vorbereiten auf den nächsten Gegner, genauso unser eigenes
immer analysieren und da hat sich nichts geändert. Das sind halt so Sprüche, was einmal schon von meiner Seite gekommen ist, aber glaube ich nicht nur von meiner Seite, sondern sicher von Trainern, die was vielleicht schon länger im Geschäft sind und dadurch kommt es halt immer wieder zu dieser Konfrontation. Aha, das sind die neuen Trainer, die mit dem Laptop umgingen, aber ich bewundere nur immer eigentlich diese Generation, die solche Hilfsmittel, weil das ist ja nichts anderes, ohne den umgehen haben müssen. Also ich weiß ja nur aus meiner Zeit, wenn wir Europacup-Spiele analysiert haben mit Rapid Wien zum Beispiel, wo wir dann in Dresden angeschaut haben oder Celtic Glasgow, wir sind vor dem Fernseher gesessen, da ist die Kassetten, die VHS-Kassetten, die was ja eh keiner mehr hätte da gekannt, eingeschoben worden und dann ist das abgespielt worden. Dann hat der Trainer halt irgendwann einmal einen Stopp gedruckt, wart, schauen wir sich die Szene noch einmal an, heute geht alles ruckzuck, tschack, das kannst du ja in Minuten zusammenschneiden. Wir haben sie halt immer die ganzen 90 Minuten anschauen müssen, beziehungsweise wenn der Trainer Stopp gesagt hat, wart, die Szene müssen wir jetzt nochmal schauen, wer was da macht. Ja, das ist alles besser geworden, gar keine Frage. Und dadurch gibt es weder einen Laptop-Trainer noch einen anderen Trainer. Nur ganz kurz um das Spiel oder gehen vielleicht um die aktuelle Situation von Rapid, vielleicht aus der Sicht des Gegners ein bisschen zu besprechen. Was ist jetzt bei Rapid 2024 anders als die letzten ein, zwei Jahre, wo du ja auch schon Rapid als Gegner kennengelernt hast? Und traditionell war Austria Klagenfurt immer ein sehr unangenehmer Gegner für Rapid, speziell also auch in Klagenfurt, aber auch in Wien. Was würdest du sagen, ist heuer anders? Nicht, dass sie einfach im Sommer den gewissen Umbruch gemacht haben. Ich muss sagen, die Spieler, die sie alle geholt haben, die haben bis jetzt alle eingeschlagen, waren alle besser aus wie das, was man alles vorher gehabt hat. Man sieht es an der Abwehr, die steht da hinten, die zwei Innenverteidiger plus der rechte Verteidiger, das sind alles Personen, die was weitergeholfen haben. Dann vorn im Sturm natürlich die gewisse Qualität geholt, mit Louis Schaub einen extra Bittler zurückgeholt, der was so für die Mannschaft sehr, sehr wichtig ist, von seiner ganzen Ortszeit, von seiner Erfahrung her. Also da hat Rapid wirklich im Sommer sehr, sehr gut gearbeitet und sie sind auch in der Breite besser geworden, wenn man sieht auf der Bank, was von der Bank nachgeliefert werden kann. Also da ist großartige Arbeit gemacht hat und das sieht man jetzt an der Arbeit, natürlich auch vom Trainer, wie er sich vorstellt, wie er Rapid spielen muss. Und das zeichnet jetzt im Moment auch diese Mannschaft aus, dass sie einfach immer wieder versuchen, ihr Spiel zu gestalten, so wie es eben für Rapid gehört. Nicht sich nach dem Gegner orientieren, natürlich den Gegner immer im Auge haben, aber in erster Linie ihr eigenes Ding machen. Und das macht Rapid heuer bis jetzt sehr, sehr gut. Und ist Rapid auch jetzt schwerer zu bespielen, weil 13 Ligaspielen erst eine Niederlage. Ist der Gegner, ist Rapid jetzt schon schwerer auszurechnen, schwerer zu bespielen, jetzt abgesehen von der individuellen Qualität, aber der ganze Mannschaftsverbund, ist das jetzt kompakter als in den letzten Jahren? Positionsspiel, hat sich da irgendwie aus deiner Sicht als Gegner massiv was verändert? Das ist einfach in der Qualität der Mannschaft, so wie ich schon vorher erwähnt habe, geändert. Hinten die zwei stehen wie eine Bank. Die sind wirklich hervorragend. Da hinten, sie haben im Mittelfeld mit Krikic einen sehr, sehr guten Mann, der was das Spiel denkt und lenkt. Also es schaut oft so aus, wie wenn er ein Spiel verschleppen tut, aber der macht das enorm gut. Man kann das ein bisschen so vergleichen wie früher Antonin Panenka, wenn man schon in die Zeit zurückgeht. Bei Antonin hat man einmal geglaubt, hoppala, der spielt langsam und behäbig. Aber der hat qualitativ hochwertig gespielt. Das weiß man erst dann immer im Nachhinein. Und genauso sehe ich bei den Lukas Krikic, der was den Ball verschleppt, oft das Tempo rausnimmt. Aber sie wissen dann, wann sie das Tempo machen können, haben mit dem Burgi einen routinierten Stürmer, der was ideal passt zum großen Stürmer vorn, der was weiß, der Junge, der muss da arbeiten und der Burgi sucht sich seine Räume. Das ist vielleicht dann auch zurückzuführen auf die Trainingsarbeit von Robert, ob er das so will, dass sich der dann oft fallen lässt, einen ins Mittelfeld.
gehe davon aus, dass es noch sein wird, einfach um diese Räume zu besetzen und auch den Gegner schwer zu machen, wer wann wem übernimmt. Und das ist dann das Gefährliche. Und das macht Rapid wirklich sehr gut. Und, aber wie schon erwähnt, man hat heuer im Sommer wirklich Leute geholt, die was die Mannschaft wieder verstärkt haben und nicht nur dabei zu sein. Du sprichst in meinen Interviews immer sehr, sehr wertschätzend auch über den Trainer, aber auch über einen Guido Burgstaller. Erkennst du in Guido Burgstaller ein bisschen so einen Peter Backhult? Ich meine, es sind zwar andere Spielertypen, andere Generation, aber dieses Schlitzohr, so dieses auf diese Situation lauern, das ist ja etwas, was man nicht trainieren kann, was man ja wahrscheinlich hat. Erkennst du da irgendwie gewisse Parallelen zwischen Guido Burgstaller und dem Spieler Peter Backhult? So dieses Schlitzohr, der ein bisschen wartet auf die Fehler und das auch gut antizipieren kann. Ich habe den Guido Burgstaller schon die Saison 2010, 2011 beobachtet bei Wiener Neustadt. Ich habe mir dann ja auch verpflichten lassen. Leider ist es halt dann im Sommer 2012 halt nicht zum Wiedertreffen. Ja. Der ist schon gefallen bei Wiener Neustadt, wie er so Stürmer fallen lassen und seine Tore gemacht hat. Und man sieht ja, man hat ja dann gesehen, ich habe nicht so falsch daneben gegriffen. Burgi hat seinen Weg gemacht bei Rapid und da hat man schon gesehen, er hat einen guten Abschluss, er hat einen Torinstinkt. Jetzt ist er natürlich dann mit der Zeit im Ausland noch reifer geworden. Das ist einfach dann die Entwicklung, was er gemacht hat bei Rapid, bei Wiener Neustadt begonnen, bei Rapid den nächsten Step gemacht, dann ins Ausland gegangen und dort ist er dann zu dem gereift, was er auch heute auszeichnet. Du darfst ihm halt nicht viel Raum lassen im 16er. Er weiß ganz genau im Strafraum, wie er sich und wo er sich hinbewegen soll, um zum Torerfolg zu kommen. Siehe das Tor jetzt im Europacup, wo er wirklich auf die Situation richtig gespannt ist, sich mal wieder angespannt war. Hoppala, der macht den Fehler, dass der Stürmer, der Verteidiger da den Ball rasiert und er aus der Drehung das Tor wunderbar macht. Aber weil er bereit ist für so eine Situation, weil er noch einer ist, der was auch auf solche Situationen lauert und mit solchen Situationen rechnet. Vielleicht fehlt es denen heutzutage, denen Stürmern ein bisschen so das Nasal zu haben, hoppala, was kann jetzt da passieren? Aber das kommt auch mit den Jahren, muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, das hat der Burgi in die Jahre gelernt und mitgenommen und genauso war es bei mir als Stürmer, nicht? Mit jedem Jahr, wenn du was dazulernen willst, lernst du dazu, wenn du willst. Gut, dann gehen wir jetzt wieder ein bisschen zurück, oder eigentlich sehr lange zurück. Du hast heuer deinen 65. Geburtstag gefeiert, also jetzt vor ein paar Tagen. Noch einmal herzliche Gratulation im Nachhinein. Für die Jüngeren, der Peter Backhult hat für Rapid nur unter Anführungszeichen 80 Spiele gemacht, aber dabei 39 Tore geschossen. Kam aber dann als Trainer wieder zurück und wir werden das eher ein bisschen besprechen. Peter, du hast deine Karriere angefangen beim FAC. Ich glaube, der FAC ist auch ein bisschen so dein Heimatclub. Absolut. Dann Wiener Sportclub, da kann ich mich noch an Episoden erinnern in der Wiener Stadthalle. Du warst ja ein sehr begnadeter Hallenfußballer. Wie du noch bei dem Wiener Sportclub gespielt hast und Tore gegen Rapid geschossen hast, dann gab es immer so, ja, man hat sich gegenseitig gegrüßt, sagen wir es so, vom Stehplatzsektor oben zum Peter Backhult runter. Und wie kam dann der Wechsel damals vom Sportclub zu Rapid zustande? Das war ja 1984, ja. Es war so, dass ich dann schon 3,5 Jahre beim Wiener Sportclub war und dort eigentlich ganz gut auch meine Tore gemacht habe. Es war ein Jahr vorher, war schon die Wiener Austria an mir dran. Es gab mehr oder minder sogar eine Einigung zwischen der Austria und mir. Nur im selben Moment oder im selben Jahr, im Monat, haben sie in Herbert Prohaska wieder losgeheißen von Alt Rom. Und damit war nur für einen Spieler Geld vorhanden. So ist es mir damals fairerweise auch gesagt worden und das war auch okay. Ich weiß nur, dass Wenzel Hallermann war damals der Trainer von der Austria, mir unbedingt haben wollen. Da hat es den jungen Toni Polster gegeben. Und so weiter. Und er hätte sich damals für mich entschieden. Es ist halt dann anders gekommen, wie wir alle wissen. Und es war halt dann 84, war es dann so, dass ich im Endeffekt alle Wiener Vereine sich um mich bemüht haben. Und
habe mich dann mit Otto Baric getroffen zu einem Gespräch und ab diesem Zeitpunkt war es für mich klar, wenn das klappt mit dem Wechsel, dann wäre ich ein Bittspieler. Es war ja damals noch immer diese Situation. Du hast zwar keinen Vertrag mehr gehabt, aber trotzdem hast du noch immer den hat Ablöse. Der abgebende Club bestimmt, was du kostest und alles. Und das war immer das Problem vor dem Postman-Urteil. Das war ja eben dann die Gerechtigkeit mit dem Postman-Urteil. Aber so war es halt nun. Es war halt dann fairerweise aber so, dass man mehr oder minder es irgendwo ein Tauschobjekt war, plus Aufzahlung. Der Christian Kegelwitz ging zum Wiener Sportclub, weil der Otto Baric nur einen Stürmer behalten hat dürfen, entweder mich oder den Christian Kegelwitz. Der Otto Baric hat sich für mich entschieden, dass er mich holt. Und der Christian ist dann zum Wiener Sportclub gegangen. Und ja, so bin ich dann bei Rapid gelandet. Ich war sehr stolz, dass ich bei Rapid landen habe dürfen, unter unserem großen Stürmerstar Hans Krankl. Und für mich war es natürlich ein absoluter Traum, bei einem Spitzenclub zum sein. Es hat dann noch ein kurzes Du warst ja Problem. Damals, du warst ja damals noch sehr jung, ne? Du warst ja damals erst 19, ne? Nein. Ich bin ein 51er Jahrgang, also. Also nein, ja, ich habe jetzt vielleicht meinen Fehler, ja. Warst du 25, ja. Mir war es halt so, aber dass ich zu diesem Zeitpunkt noch immer voll berufstätig war bei der Post als Brieftrager. Und ich wollte eigentlich den Beruf weitermachen, nur nach 2 Wochen ist der Otto Baric gekommen und gesagt, da müssen Sie aufhören. Und ich sage, Trainer, wieso? Ich habe bei Sportclub auch und bin auch ein Nationalspieler. Ja, aber wir trainieren zweimal in der Woche, zweimal. So, ja, ist auch kein Problem. Dann unterbreche ich die Tour. Das ist ja genehmigt gewesen von meinem Chef. Aber da hat er gesagt, nein, das musst du aufhören. Und ja, ist dann so gekommen, dass er dann voll freigestellt geworden bist. Ja. Und so bin ich halt dann bei Rapid gelandet. Weißt du noch, was du Rapid damals wert warst? An Ablösesumme? 5 Millionen Schilling. Soweit ich weiß. Okay. Also, Informationen waren es 5 Millionen Schilling. Okay. Ja. Stimmt. Deine Zeit, du warst ja bei Rapid Cupsieger 85, Europacup-Finale 85, da kommen wir eh noch dazu. Du bist dann nachher deine erfolgreichste Zeit eigentlich als Spieler, hast du aber dann eigentlich bei der FC Tirol verbracht. Da bist du mehrmals Meister, Cupsieger und auch Europacup-Semifinale. Warum nur 2 Jahre bei Rapid? Wir kommen dann auf deine Zeit als Spieler noch kurz noch zurück, aber ich möchte jetzt da kurz wissen, warum damals nur 2 Jahre bei Rapid? In erster Linie einmal, weil der Vertrag ausgelaufen ist. Zweite Situation war, es gab wieder einen Trainerwechsel von Vlatko Matkovic zurück zu Otto Baric. Und wir waren ja im Trainingslager am Fack am See. Ich habe ganz normal trainiert. Ich habe halt noch keinen neuen Vertrag gehabt von Rapid. Und während des Trainingslagers am Fack am See bekomme ich einen Anruf von Swarovski. Und unter anderem war dann am Telefon der Finanzchef von Swarovski Tirol, der was dann auch im Club mit eingebunden war und hat mich gefragt, ob ich mir einen Wechsel vorstellen kann. Und ich habe damals gesagt, ja, im Moment habe ich noch keinen Vertrag bei Rapid. Mir wurde noch nichts angeboten. Man kann immer über das reden. Und dann habe ich ein Gespräch gehabt mit Herrn Holzbach, punkto Vertrag. Und da habe ich vom Gefühl her gemerkt, hoppala, ja, man will mich schon behalten, aber jetzt nicht unbedingt, dass ich gleich Juhu schreien. Also das spürt man einfach in einem Gespräch und ich habe das auch so gespürt, dass okay, und hab dann zu Tirol eigentlich ja gesagt. Also ich würde gern zu einem Gespräch kommen. Bin dann mit meinem Freund Alfred Riedl nach Wattens gefahren, weil der mich da unterstützt, punkto Vertrag, weil ich ja bis heute ja keinen Berater gehabt habe und in dieser Unterstützung, und Prell war mit, dass er mich da unterstützt, und wir haben sie dort getroffen und haben da eigentlich stundenlang um einen heißen Brei herumgeredet, was ich im Nachhinein erfahren habe. Der Herr Langes hat gehabt, das geht in 5 Minuten,
Ja, weil sowas bei Hansi Müller auch. Bei mir hat das eben, bei mir da um Kleinigkeiten, es ist wirklich um Kleinigkeiten gegangen, weil sie auch meinen Beruf betroffen hat, die Post, weil ich ja da nur freigestellt war. Und ja, und dann habe ich gemerkt, okay, Rapid wird jetzt nicht unbedingt so, wie wenn es mich unbedingt weiter verpflichten wollen. Der Otto Baric, man hat ihn Otto immer kennt. Er hat sehr viel auf mich gehalten, muss ich wirklich dazu sagen. Also, wie ich damals krank war bei den Europacup-Spielen, der ist heimgekommen zu mir und hat mich immer unterstützt. Also, Otto Baric bin ich da jetzt nicht unbedingt böse, sondern man hat einfach gemerkt, der Herr Holzbach, weil er auch, man darf auch nicht vergessen, jetzt hat er diese Unstimmigkeit gegeben bei einem Europacup-Finale, wo ich praktisch dieses Getränk da nicht getrunken habe, weil ich gesagt habe, nein, vorher hat er auch keiner und dadurch war so ein bisschen eine miese Stimmung. Es war auch ein bisschen vom letzten Jahr gesehen, auch beim Vlatko Marković war ja am Anfang nicht Stammspieler, sondern da war Halilovic, hat auf einmal statt mir gespielt und das hat es in dem Jahr dann in Barcelona schon Probleme gegeben mit dem Vlatko Marković und Vlatko Marković war nicht unbedingt ein Trainer, der was auf mich jetzt unbedingt gehalten hat. Er hat dann halten müssen, weil Hans Krankl dann im Winter gewechselt ist zum Wiener Sportclub und auf einmal war ich wieder gebraucht, mehr oder minder, und die Lücke wieder da schließen. Aber ich bin mit denen nicht warm geworden, genauso her, weil ich habe einfach gemerkt, er behandelt, so fühlt man sich dann als Spieler, man wird nicht gerecht behandelt. Und dadurch ist es halt im Sommer dann so gewesen, dass ich doch, obwohl der Otto Baric, man hat schon vorher gewusst, der Otto Baric kommt wieder zurück, aber trotz allem, wie das gekommen ist mit Innsbruck, war das für mich, ja, ich habe dort immer gern gespielt, mir hat das Ganze dort immer taugt und durch das, dass das mit der Rapid so hinausgezögert wurde, ja, habe ich dann endschlussendlich ja gesagt zu Swarovski Tirol und die haben sich dann auch geeinigt. Und jetzt kommen ja, ich fällt mir gerade ein, ich glaube, diese 5 Millionen betreffen nicht den Wiener Sportclub Rapid, sondern Innsbruck. Innsbruck Sportclub. Ah, Innsbruck Rapid. Ich glaube, da sind diese 5 Millionen geflossen. Zu Rapid sind die geflossen. Beim Wiener Sportclub, glaube ich, war es nicht so viel. Jetzt muss ich aber zweimal nachfragen, was für Getränk ist es da gegangen, weil du gesagt hast, irgendein Getränk wolltest du nicht trinken. Und kurze Nachfrage noch, und der Vlatko Marković gilt ja eigentlich so als Sir. Der Otto Baric war immer so der Extreme, war sehr, sehr emotional. Und beim Vlatko Marković, fachlich, glaube ich, also so habe ich es immer so vernommen von anderen Spielern, kann man nichts sagen. Und er war auch immer ein Sir. Das heißt, du bist trotzdem mit ihm nicht so ganz zurechtgekommen. Habe ich das jetzt richtig so verstanden? Ich habe eine tolle Vorbereitung gespielt. Ich habe, glaube ich, die meisten Tore, soweit ich mich erinnern kann, in der Vorbereitung geschossen, auch gegen gute Gegner. Und dann war das erste Spiel zu Hause und auf einmal, pum, bist halt in der Stammelf, wo du die ganze Vorbereitung aber in der Stammelf warst. Und ja, das hat sich halt dann Woche für Woche dann so, ich habe dann noch, war auch beim Training nicht dann der Trainingsfleißigste, das muss ich auch dazu sagen, ich habe da mehr oder minder so trutzt, muss man sagen, obwohl, dass mir Hans Krankl immer geholfen hat und gesagt, hey, tu und mach, aber da war ich halt einfach stur, weil ich das nicht eingesehen habe. Und das hat sich natürlich dann auch im weiteren Verlauf, in den nächsten Wochen und Monaten, nicht verbessert das Verhältnis. Also Vlatko Marković wollte mir eher weggeben, als wie behalten. Das wusste ich aber auch von Herrn Holzbach, der sowas Ähnliches einmal gesagt gehabt hat. Und dadurch bin ich mit denen nicht warm geworden. Obwohl Vlatko Marković hat dann seinen Weg auch gemacht. Er war kroatischer Fußballpräsident, also von denen her schon. Also die Achtung waren schon dann da. Aber das ist halt einmal. Ich glaube, mit mir werden auch nicht alle Spieler glücklich sein. Ist einmal so. Aber nur bei mir hat man es halt gemerkt, weil ich wirklich da sehr stur war. Und das Schlimme war, oder für mich war das Schlimme, dass ich dann im Herbst in die Europacup spiele, beim Heimspiel gegen die Isländer lang auf der Bank gesessen bin und es ist lang nur 1-0 gestanden oder 1-1. Und dann kommst du rein, machst zwei Tore. Ja, dann kommt das nächste Europacup-Spiel und du bist wieder nicht, oder Meisterschaftsspiel und bist wieder nicht von Anfang an dabei. Und da war ich halt natürlich nicht glücklich mit der ganzen Situation. Und ich habe das auch, muss ich sagen,
gezeigt, dass ich sehr unzufrieden bin. Und das will ein Trainer nicht sehen, dass du dann beim Training den Schlendrian weitermachst. Aber das bin halt dann so ich gewesen. Und was war das mit dem Getränk? Das Getränk war, ich habe es damals Astronautengetränk getauft. Das war so ein weißes Pulver, das was auch leistungsfördert oder was ich was. Und wenn wir das trinken, dann haben wir mehr Power am nächsten Tag und was ich was. Es hat aber so ungut gerochen. Also der Geruch allein von den. Und ich habe das nur so genommen. Nun muss ich dazu sagen, der Reinhard Kinnerst und der Hans Kranke haben es gescheit gemacht. Weil das war halt weiß und die haben nur Milch reingekehrt und haben die Milch getrunken. Nicht? Und ich habe gleich gesagt, nein, ich trinke das nicht. Und der Herr Holzbuch und der Herr Grasse, die haben das gesehen und der Trainer auch. Dann ist der Herr Grasse am Tisch gekommen und hat da wollen die Leviten lesen und hat aber dazu noch gesagt, einen Satz, den was ich nie vergessen werde. Die riecht man auch noch her. Und das war genau der falsche Satz. Weil wenn man zu mir sagt, die riecht man auch noch her, dann war das keine gute Aussage. Und ja, man weiß ja dann, am nächsten Tag, das Spiel für mich persönlich ist nicht so gut gelaufen. Ich war dann auch der Schuldige für das, dass wir verloren haben, oder einer der Schuldigen, aber wahrscheinlich die Hauptperson. Weil ich weiß noch damals, früher als Spieler hast du immer geschaut, die Benotungen in der Zeitung am nächsten Tag, was du für Noten kriegst. Ich glaube, bei uns haben 5 Spieler einen Einser gekriegt, also Totalversager. So, das von 1 bis 5 gegangen ist. 1 war der schlechteste, 1 war Totalversager und 5. Und ja, und es ist halt dann aber so auch gekommen, dass ich dann auf einmal beim nächsten Meisterschaftsspiel auf einmal nicht im Kader war und hätte müssen bei der U21 spielen gegen Admira und das habe ich verweigert. Das war dann der nächste Skandal, nicht? Weil ich mir das nicht gefallen lassen und kann nicht sagen, hallo, ich spiele 3 Tage vorher, ich spiele Europacup-Finale und dann muss ich in der U21 spielen, was soll das? Ist halt von oben gekommen, aber ja, so wie der Peter halt war zu seiner Zeit, hat gesagt, ja, dann fahren wir auch nicht in die Südstadt. Dann bin auch nicht in die Südstadt gefahren, obwohl das mein Freund damals, der Alfred, hat gesagt, Peter, du musst das machen, unterstütze und auch fördere. Er hat gesagt, Peter, du musst. Und ich habe gesagt, nein, ich fahre nicht. Und dann bin ich halt ganz normal aufs Training gekommen. Und dann hat es eine Aussprache gegeben mit Otto Baric, auch mit dem Verein. Und da ist das am Tisch gekommen, dass ich mir das nicht gefallen lasse, dass einer sagt zu mir, hier riecht man auch noch her. Nicht? Und es war dann auch so, dass wir auswärts in Klagenfurt gespielt haben. Und dann ist Otto Baric gekommen und gesagt, du Peter, wir müssen da ein bisschen gescheit sein, so dass wir braucht. Und ich soll die erste Halbzeit spielen bei der U21, also, und weil die haben immer das Vorspiel gehabt, das war immer so zu der Zeit, und dann bist du auf der Bank wieder bei uns und dann geht alles seinen Weg und so ist es dann gekommen. Da wird dann eine Halbzeit gespielt bei der U21, dann war ich auf der Bank und dann ist halt der Weg wieder normal weitergegangen. Nur wegen dem Astronautengetränk halt. Aber das hat weder die Leistung gefördert, noch schlecht, aber das war halt. Du giltst ja so ein bisschen als typischer Wiener, ein bisschen gandelnd, ein bisschen stur. Warst du damals schon, bist du einfach deinen Weg beinhart gegangen, auch hast du nichts gefallen lassen? Also solche Sachen wie unter 21, Degradierung, 3 Tage noch Cupfinale, Europacup-Finale, das war das schon so, ist das schon so typisch Peter Backhult? Weil wahrscheinlich werden andere Spieler vielleicht nicht so reagiert haben. Die werden es vielleicht geschluckt haben und gesagt, ja, okay, passt. Und du hast die halt. Man kann sagen, diplomatischer. Ne? Ich war, glaube ich, bei mir, glaube ich, war das von Kindheit auf. Also ich kann trotzdem sagen, auch da war mir nicht, wenn es meine Eltern oder meine Mutter sehr schwer gehabt hat mit der Familie, aber trotzdem eine tolle Kindheit bei uns da im Hof und alles. Und man hat damals schon. Wir haben es als Kleiner damals schon immer überall mitgezahlt, weil ich irgendwo freche Goschen gehabt habe oder sonst irgendwas. Aber wir haben es damals, die Älteren im Hof, die haben mich damals schon überall mitgenommen und mitgezahlt beim Kicken oder wenn sonst irgendwas war. Und das hat sich dann bei mir in der Schule schon ergeben, dass ich so ein kleiner, wenn man was nicht passt hat, gleich mal auf 180 gewesen bin und egal, wer dann vor dir gestanden ist oder was. Also, es hat schon gewisse Personen gekämpft.
was ich Respekt gehabt habe, wo ich zwar auch dann trutzt habe oder auch im Beleidigten gespielt habe, aber trotzdem da habe ich gewusst, hoppala, da darfst du nicht drüber hupfen über das. Aber ich war in der ganzen Schulzeit, was ich mich so erinnern kann, immer derjenige, der was nicht weil ich der Häuptling habe sein wollen, sondern weil es einfach das von mir das Naturelle da war, immer das wenn ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe, dann ist so der Kleine rausgekommen. Ich war ja nur 1,5 Meter groß, ich war nie groß, ich bin erst mit 18 Jahren gewachsen. Und das war halt bei mir einfach so drinnen und auch beim Fußballspielen. Wobei ich aber sage, im Nachwuchs kann ich mich nicht mehr so erinnern, dass ich da beim Spielen, ich weiß nur, ein Jahr kann ich mich erinnern, das war in der Schülermannschaft, da ist man ungefähr so 13, 14, glaube ich, war das damals mit dem Alter. Da hat es auch einen Trainer gegeben, der hat mich auf einmal auch nicht mehr spielen lassen, weil ich einfach zu klar war, körperlich nicht robust. Fußballerisch haben sie alle gesagt, boah, der kann kicken, das wird einer und. Aber ich war halt klar und schmächtig und habe halt nur Fußball spielen wollen. Und da hat es auch eine Zeit gegeben, wo ich wirklich eine lange Zeit, glaube ich, bei uns in der Schülermannschaft nicht gespielt habe, obwohl dass wir vor allem ein Master geworden sind mit FAC und auch mit der Schüler. Aber damals hat es immer so andere Altersstufen gegeben und da ist man schon, habe ich gemerkt, du musst dich irgendwie durchbeißen und ich habe mich immer irgendwie so durchgeschwindelt oder durchbissen, entweder geschwindelt oder bissen. In der Schule habe ich mich durchgeschwindelt und bei den anderen Sachen habe ich mich durchbissen und ich weiß auch, dass in der Schule oft genug, glaube ich, meine Mutter hätte in die Schule kommen müssen, weil sie sich nicht so gut benommen hat und alles. Aber das war halt diese Zeit. Aber nicht, glaube ich, so wie heute, glaube ich, die Jugendlichen sind, die was Lehrer bedrohen oder was irgendwas, was man schon da in Wien mitkriegt und Rudelbildung und einen Lehrer einzwicken in eine Ecke. Also das hätte es zu unserer Zeit nicht gegeben, weil da hätten wir Flaschen gekriegt hinten und vorne. Ja, nicht nur vom Lehrer, sondern auch von den Eltern. Das hätten wir sich ja nicht traut, das war auch gar nicht in unserem Dienst. Aber wir haben trotzdem auch irgendwelche Pläne gemacht, wo auch keiner glücklich war. So war Schlawiner halt ein bisschen, ne? Ja, wie man so schön sagt, ja. Diese Zeit sind, kennen das wahrscheinlich. Ne? Was waren denn damals so in deiner Anfangszeit noch beim FAC so deine fußballerischen Vorbilder zur damaligen Zeit? Ne? Das muss man sagen, das war 70er Jahre. Was waren denn so deine ersten großen Vorbilder? War Stürmer immer schon deine? Kurt Jara war mein Vorbild, weil ich diese Position auch gespielt habe. Damals hat Entschuldigung, das Ganze. Verstanden? Kurt Jara. Das war von der Position her, hoppala, Mittelfeldspieler war eigentlich. Damals hat man gespielt praktisch mit 5 Stürmer. Links außen, links Verbinder, Mittelstürmer, Rechtsverbinder, da hat man so ein 3-2-5 gespielt. Ja, heute heißt es 3-5-2, früher hat es geheißen 3-2-5. Das hat man halt, diese Außenspieler, hat man halt dann immer zurück, mehr damit er dann zurückgezogen. Ich habe noch so Ort von der, und vor allem beim Kurt Jara war, er war auch Linksfuß, also, und ich habe diese Spieler alle damals im Trainingslager der Nationalmannschaft kennenlernen dürfen, im Kagran, da auf die ÖBB-Plätze, weil das ist ja in der Nähe von Floridsdorf, das waren nur ein paar Meter immer für uns, und wir sind dort immer sehr gern hingefahren. Und der Kurt Jara war damals ja auch schon so auffälliger Stutznehmer unten, und Linksfuß. Und ein Linksfuß ist halt immer aufgefallen, so wie ein Buffy Edmeier. Ja, das waren halt einfach den. Und der Kurt war von der Art her so einer, weil ich dann einmal in Hütteldorf war, bis gegen Wacker Innsbruck gespielt hat, Rapid Wacker Innsbruck. Und da hab ich gesehen, die haben spielen. Darum war das für mich dann so ein Vorbild von der Position her, der ein bisschen weiter innen gespielt. Aber Kurt Jara ist bis heute, muss ich auch da sagen, bis heute auch das Vorbild. Gut, gehen wir wieder jetzt zu deiner Zeit Tirol. Die war ja sehr erfolgreich. Du warst dort mehrmals Meister, Cup-Sieger und Europacup-Semifinale. Was waren so da deine ein, zwei, drei großen Highlights in diesen doch 6 Jahren? War ja sehr lange Zeit. Sicher wahrscheinlich Europacup, ne? Das erste Jahr, wo wir Meister waren. Da sind wir Meister, Cup-Sieger und Torschützenkönig. Bin ich damals geworden. Das war sicher das Highlight in diesem Jahr. Natürlich
als Highlight das Spiel Real Madrid hernehmen kann man jetzt nicht unbedingt, aber da haben wir 9-1 in Madrid verloren. Aber gegen Real Madrid zum Spielen oder gegen Liverpool zu diesem Zeitpunkt, das waren schon dann schon Momente, wo man gemerkt hat, auch für das spiele ich Fußball, dass du da in dieser großen Welt einmal spielen darfst. Für Ernst Happel oder für Swarovski selber als Sponsor. Auch Ernst Happel hat immer wieder dann später gesagt, man hat sich doch ein bisschen mehr erwartet von uns im Europacup, weil wir sind nie weitergekommen als bis in die zweite Runde. In der zweiten Runde immer ausgehen. Das eine Jahr, wo wir Europacup Semifinale waren, das war noch im UEFA-Cup-Bewerb, das war noch unter Felix Latzke. Aber man hat dann mit Ernst Happel den Star-Trainer zu dieser Zeit geholt und er wollte auch nach Hause, was man ja dann im Nachhinein so von ihm erfahren hat. Und man hätten sich ja mehr Erfolg international gewünscht, auch um Swarovski zu präsentieren. Heute kennt jeder Swarovski, der Großteil der Welt. Damals war Swarovski auch für mich, obwohl ich das gespielt habe bei dem Verein, das irgendwie um was ist Swarovski. Nicht? Also sie wollten eigentlich ja in Wirklichkeit in Gerhard Berger sponsern. Das ist aber finanziell nicht ausgegangen. Ich glaube BIM oder was der Rennstückkasten damals, den wollten Swarovski, aber das war dann zu viel Geld und darum sind sie beim Fußball gelandet. So ist meine Wahrnehmung noch von damals. Und sie wollten halt mit Ernst Happel europaweit bekannt werden und auch ein bisschen weltweit, weil wenn man bedenkt, wo wir im Trainingslager überall waren, in Thailand, in Malaysia, in Argentinien, in Uruguay, um einfach die Marke auch Swarovski zu promoten. Heute kennt jeder, wer Swarovski oder was Swarovski macht oder tut. Und das war mehr oder minder auch der Hintergrund von Swarovski. Nach deiner Tirolzeit, wenn ich das da jetzt richtig, warst du dann auch in Linz? Und da, oder bist du dann gleich zu 1860 gegangen? Nein, da warst du in Linz, aber das Jahr war wirklich ein verlorenes Jahr. Ich habe mich dort nie wohl gefühlt, ich habe mich nie dort so gefühlt wie die 6 Jahre, was ich in Innsbruck war oder in Wien. Da hat es mehrere Gründe gegeben und dadurch war Linz. Ja, war eine Station, aber das Schöne war wieder, Linz war dann mehr oder minder ein Sprungbrett damals für 1860, weil im Winter war ein Hallenturnier und 1860 war dort auch im Hallenturnier und da habe ich damals das erste Mal Werner Lorand kennengelernt und ein bisschen mit ihm so geplaudert, weil 60 damals auf dem Weg war, Regionalligameister zu werden. Nur damals hat es noch immer die Regelung gegeben, die Regionalligisten haben müssen in so Dreiergruppen spielen, wer da von den drei aufsteigt. Und wir haben da so ein bisschen plaudert, der Werner Lorand, und er hat sich dann im Sommer praktisch 93 wieder mich erinnern können. Da hat es noch ein bisschen Hilfe auch gegeben von einem ehemaligen Sekretär, der was bei uns bei Swarovski Tirol gearbeitet hat. Der Werner Brucker, der war damals bei 60 angestellt und hat in Werner meinen Namen weitergegeben, weil sie noch einen Stürmer gesucht haben. Und so bin ich dann auch zu 1860 gekommen. Werner hat mich gebeten, 2 Tage zu einer gekommen ins Trainingslager, um Mannschaft kennenzulernen. Und der Verein hat sich dann auch für mich entschieden. Und für beide Seiten ist es natürlich toll ausgegangen. Aber da warst du ja schon, sagen wir so, ein älterer, routinierterer Spieler, wie du zu 1860 gekommen bist. Hat es dazwischen nie... Naja, bitte? Man braucht nur rechnen, 1993, ja, genau. 51er Jahrgang, wie alt waren wir dann? Ja, 34. Ja. Ich wollte es nicht so aus, aber du warst ja ein älterer Spieler. Hast du in der Vorzeit, also wie du noch bei Tirol warst oder auch bei Rapid, hat es da schon andere Angebote gegeben für Auslandstransfers? Man muss dazu sagen, es war ja damals noch viel schwieriger ins Ausland zu wechseln als heute. Aber gab es damals, vor allen Dingen in der Zeit Tirol, doch 6 Jahre schon andere Angebote zu anderen Clubs oder ins Ausland zu wechseln? Es war schon zu Sportclub-Zeiten, hat es schon einmal ein Angebot gegeben oder ein Gespräch gegeben mit Standard Lüttich. Da hat Alfred Riedl eingefallen und Standard Lüttich war zu diesem Zeitpunkt ja auch ein renommierter Club. Es ist auch dann zu Tirol-Zeiten mit Hannover 96 war schon im Gespräch.
Man muss vielleicht für die Zuhörer erklären, wieso das damals schwierig war. Es war damals in Europa nur drei Ausländer möglich bei Vereinen. Man durfte nur drei Ausländer verpflichten und dadurch war es immer natürlich für österreichische Spieler nicht einfach, ins Ausland zu kommen. Und bei mir war es halt dann auch punkto finanziell immer so eine Sache, vor allem da bei Hannover, weil es ja auch damals war Hannover zweite Liga, aber trotz allem, dieser Trainer wollte mich unbedingt holen, weil sie Aufstiegsambitionen gehabt haben und mit Ernst Happel natürlich einen großen Fürsprecher. Und dann hat es diese Situation gegeben, damals im Winter mit HSV, Hamburger SV, wo natürlich Ernst Happel sehr viel mitgesprochen hat, der was auch gesagt hat, du, das klappt schon. Wir waren aber auf dem Weg ins Trainingslager nach Argentinien und Uruguay. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, aber Trainer, da war die Bild-Zeitung war schon bei uns in Tirol, man hat sich schon verabschiedet, ich wollte dieses Foto nicht machen. Ich habe zu Ernst Happel damals gesagt, Trainer, sag ich, warum soll ich mir da jetzt ein Abschiedsfoto machen? Es ist ja nicht einmal noch alles unter Dach und Fach. Und solange das die, sagt er, na, das geht schon in Ordnung, wenn nicht, fliegst du wieder zurück. So war Ernst Happel, ne? Fliegst du nicht nach Argentinien. Und fliegst halt von dort wieder zurück ins Trainingslager. Die waren, glaube ich, auf Teneriffa oder Gran Canaria waren die im Trainingslager. Und dieser Trainer hat mit dem Trainer auch gesprochen gehabt, der wollte mich auch unbedingt haben. Und ja, Bildzeitung, Verabschiedung, Foto hat schon gegeben, Story hat schon gegeben. So, wir sind aber noch geflogen nach Argentinien, sind da angekommen in Uruguay und wieder mal in Uruguay aussteigen. Lesen wir auf einmal, hoppala, HSV hat einen Brasilianer verpflichtet, leihweise, bla bla bla. Und damit war die Sache HSV auch wieder gestürmt, trotz Hilfe von Ernst Happel, der was natürlich nicht glücklich über die Situation war. Ich habe es auch dann zum Spüren bekommen, muss ich ehrlich sagen, weil ich war am Anfang da in der Trainingszeit nicht in der Stammmannschaft. Ja, hat da wieder seine eigene Idee gehabt und habe auch, weiß ich noch, im ersten Spiel Meisterschaft auch nicht in der ersten Mannschaft gespielt, sondern hätte so ein Spiel in St. Pölten in der zweiten Mannschaft. Gott sei Dank ist das abgesagt worden, das Spiel. Und für mich auch 0-0 ausgegangen, die erste. Damit war ich am nächsten Spiel da gegen Austria Wien dann wieder dabei, habe dann auch wieder mein Tor gemacht. Aber so sind die Auslandstransfere waren damals eben einfach sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, weil es nur drei Ausländer. Bei dem Standard-Lüttich-Transfer war es damals eben, war mein Gegenkandidat Horst Rubesch. Man kennt Horst Rubesch, also ich habe mich selber gehabt als Trainer bei Austria und er dort im Gespräch war bei Standard Lüttich, sie haben aber auch verpflichtet. Er hat aber nicht sehr viele Spiele gemacht, weil er verletzt schon zu diesem Zeitpunkt war. Aber mir hat es halt den Auslandstransfer gekostet. Aber es ist halt so wie es ist und ich bin nicht unzufrieden mit meiner ganzen Karriere, was ich als Fußballer erleben habe dürfen und spielen habe dürfen. Ja, sicher der Höhepunkt war natürlich das mit 1860, wenn du mit knapp 34 in die zweite Bundesliga, deutsche Bundesliga, und die, was selber gerade erst aufgestiegen sind von der Regionalliga, und du dann so einen Lauf hast, dass du Publikumsliebling wirst und dass dann im letzten Spiel noch das entscheidende Tor machst, dass du aufsteigst in die erste Bundesliga, ja, von der, was man ich immer geträumt hat, dass man dort spielt, ja, dann bist du auf einmal mit knapp 35, spielst du auf einmal deutsche Bundesliga, weil der Vertrag wäre nur zweite Liga gewesen und der Werner wollte ja natürlich, dass ich auch verlängere für die erste Bundesliga. Und ja, so hat sich das dann ergeben. Also das war dann schon für mich ein Riesenhöhepunkt, da noch auf einmal in der deutschen Bundesliga zu spielen. Mit dem Alter, damals hat es ja immer geheißen, mit 30 Jahren soll man aufhören zum Fußball spielen. Wobei ich jetzt nur eins erwähnen muss, bevor dass ich zu 60 gekommen bin, habe ich schon 2 Wochen bei Mödling mittrainiert, wo der Hans Krankl Trainer war. Der Hans Krankl wollte mich auch verpflichten von Stahl Linz Wecker zu Mödling, weil die damals aufgestiegen sind. Und durch den Anruf von 1860 hat sich das ergeben, dass ich Mödling leider absagen habe müssen in Hans und zu 60 gegangen bin. Und der Weg, da war natürlich sensationell mit dem Aufstieg in die deutsche Bundesliga. Also du bist ja bis heute noch eine 1860-Legende, der große Aufstiegsheld, 94, 95. Bist du noch manchmal in München? Da hast du noch Kontakt irgendwie zu alten Weggefährten von damals? Ja, Kennt man dich noch, wenn du zu 1860 München gehen würdest?
Also die Zuschauer, die Tech-Fans sicher schon, weil ich auch da in einer Löwengruppe dabei bin, wo auch Bernd Winkler zum Beispiel, mit denen, wo ich ab und zu telefoniere, und da wird immer mal dumm geschrieben und da bin ich noch immer bei, also bei den. Es gibt ja, bei 60 ist ja, muss man so sagen, es gibt den Spieler Peter Backholt, der was, glaube ich, ganz gut oder ganz beliebt ist. Und dann gibt es den Trainer Peter Backholt. Also jetzt haben damals viele nicht verstanden, wie der Werner freigestellt worden ist, dass ich das übernehme. Da hat es schon. Du warst Unmut, ja Co-Trainer. Ab 2001 warst du ja Co-Trainer, ne? Es ist damals zu dieser Trennung gekommen von Werner und der Wildmoser hat mir damals dieses Angebot gemacht, ob ich es übernehmen will. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Also zudran tue ich es, auch wenn es für mich schwierig war, weil ich mit der Hälfte der Mannschaft habe ich noch gespielt gehabt und der Zugang war nicht so einfach mit den Spielern, die einen waren per Du, die anderen per Sie und auch das Verhältnis natürlich. Du bist, musst jetzt da auch zeigen, dass du das als Trainer auch kannst. Und ich glaube, dass ich es nicht so schlecht gemacht habe, muss ich wirklich auch dazu sagen. Wir waren wirklich sehr gut unterwegs, aber da hat es andere Gründe gegeben, warum dass der Karl-Heinz Wildmoser dann auf einmal da mehr oder minder, sage ich, Panik gekriegt hat, weil es ist nichts passiert. Wir sind halt von Platz 4 auf Platz 8 abgerutscht, was ja passieren kann. Vorher waren wir auch nicht besser, aber das war halt so, das war halt so eine Situation, wo der Karl-Heinz Wildmoser halt nicht mehr die Bereitschaft gehabt hat, auch diesen Weg jetzt noch einmal mitzugehen, den was wir vielleicht 3-4 Mal vorher auch schon gemacht haben. Aber da war ich halt noch der Junge, der Unbekannte und der Lehrling mehr oder minder. Und ja, und du bist halt zu der Entlassung gekommen. Aber auch dir fliegt zu, die andere geht auf und hat sich dann ein halbes Jahr später mit Dynamo Dresden ergeben. Und Dynamo Dresden kennt man ja aus unserer Europacup-Zeit. Aber alles keine einfachen Clubs, ne? Bei 1860 ist ja bis heute irgendwie ein bisschen ein, wie soll man spielen, gegen Abstieg dritte Liga. Aber nur ganz kurz, Spieler, du hast deine Spielerkarriere dann bei einem anderen Wiener Verein beendet. Das Thema lassen wir jetzt ganz kurz weg. Nur war zu dem Zeitpunkt schon klar, dass du Trainer werden willst? Dass du nach deiner aktiven Karriere die Trainerlaufbahn angehst? Oder hat sich das erst dann vielleicht eben bei 1860 als Co. mit Werner Lorand dann so ergeben? Genau so hat sich das ergeben. Das hat sich einfach ergeben durch das, dass ich in Wien noch gespielt habe. Und meine Frau hat damals gesagt, ich war ja mit Werner weiterhin ein bisschen so in Kontakt. Und auch mit dem Junior Wildmoser. Und die 60 hat dann das letzte Heimspiel gehabt. Und eigentlich kann ich das meiner Frau verdanken, den Werdegang. Oder sie ist jetzt selber schuld, dass ich Trainer geworden bin. So kann man es auch nennen. Weil zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nicht diese Ambitionen gehabt, unbedingt jetzt Trainer zu werden. Obwohl der Ernst Happel damals zu uns schon gesagt hat, da waren wir 4-5 Spieler, wo er gesagt hat, ihr müsst einmal Trainer werden, um euer Wissen in den Jungen weiterzugeben. Und das war im Dezember und meine Frau sagt, fahr auf zu einer, wenn es eh das letzte Spiel im Herbst ist. Ja, und dann bin ich raufgefahren zu werden und dann sind wir am Freitag am Abend so zusammengesessen, wie es immer beim Werner war. Ich habe es ja dann jahrelang weiter miterlebt, ich habe es als Spieler miterlebt, aber da war ich nicht dabei, sondern da haben wir nur mehr gewusst, der Werner bleibt. Sitzt unten und wir haben ein Gespräch, sitzen wir so und sagt, was hast denn du vor? Der Horst Rubisch ist ja mein Trainer und der hat mich schon gefragt, was ich im Sommer mache, ob ich mir vorstellen kann, so quasi spielender Co-Trainer. Bei der Austria. Co-Trainer zu sein. Der letzte. Aber schon mit Ambitionen, mehr auf die Jungen zu schauen, trainieren und so weiter und so fort. Und die spielen nur mal so quasi, wenn Not am Mann ist. Das ist ja eine gute Idee. Und das habe ich in Werner erzählt, habe gesagt, ja, der hat mir so etwas angeboten. Und auf einmal sagt der Werner, während dem sitzen noch, der will nicht mein Co-Trainer werden. Ich sage, ja, ich werde das einmal daheim besprechen, weil
Jetzt war ich eh die ganze Zeit im 2 Jahre im Ausland und die Frau war endlich froh, dass ich wieder daheim bin und jetzt wieder. Und dann bin ich heimgekommen, habe das meiner Frau erzählt, habe dann auch mit Horst Rubisch drüber geredet. Und dann war es auch so, wir sind mit der Austria damals ins Trainingslager geflogen nach Portugal. Aber 60 hat schon Druck gemacht und wollte eine Entscheidung haben. Der Werner wollte eine Entscheidung haben, wie es ist. Und ich habe das mit Horst Rubisch besprochen und der Horst hat zu mir gesagt, schau, ich habe nur einen Vertrag bis im Sommer. Wenn wir bis Platz 4 oder 5 kommen, dann verlängert sich mein Vertrag. Aber momentan ist das nicht sicher. Nimm lieber das Angebot von Werner und mach das. Und habe das dann kurz meiner Frau gesagt. Sag ich, du, so und so schaut es aus. Und dann habe ich in Werner zugesagt. Und während des Trainingslagers ist auch dann schon der Anruf gekommen von Karl-Heinz Wildmoser. Die Presse hat schon alles gewusst. Die haben die, ich weiß nicht, wie sie es erfahren haben, keine Ahnung. Aber die haben schon gewusst, hoppala, Backholt kommt zurück als Co-Trainer. Und ja, so bin ich dann während der Saison schon bei der Austria, in der Vorbereitung habe ich gewusst, aha, im Sommer geht es Mitte Juni oder was, geht es auch wieder nach München und ich wäre Co-Trainer. Komische war halt dann, dass 3 Wochen vor Trainingsbeginn mich der Karl-Heinz Wildmoser angerufen hat und gesagt, du Peter, nur dass es das eh warst, du bist Amateurtrainer. Da sage ich, Karl-Heinz, ich habe einen Vorschein, aber kein Trainerschein kann gar nichts. Mit der MVV kann ich fahren. Ja, er sagt, jetzt machst den Trainerschein dabei. Du bist, und weil ich war zu den Zeiten angemeldet schon für den Trainerkurs. Nicht? Und habe mich da angemeldet und damit bin ich gleichzeitig Amateurtrainer gewesen und gleichzeitig Co-Trainer beim Werner. Es war halt auch, am Tag 3-mal Training, weil Vormittag, Nachmittag mit den Profis. Und am Abend dann mit den Amateuren, mit der Zielsetzung aufzusteigen in die 3. Liga. Ich habe einen guten, fleißigen Co-Trainer gehabt. Wir haben eine komplett neue Mannschaft auch gehabt, lauter junge Spieler eingekauft worden, haben damals einen Werdegang machen wollen, viele junge Spieler holen, schauen wir, wer es schafft, wer da vielleicht für die erste Mannschaft in Frage kommt. Und die Aufgabe war auch von Werner, von mir, hey, schau, dass 2, 3 Spieler rausbringst, was ja auch dann gelungen ist. Hoffmann, Michael Hoffmann, der Tormann, dann hat es einen Abwehrspieler gegeben und einen Mittelfeldspieler, die was es dann, Martin Stranzl ist dann langsam dazugekommen, die was dann auch geschafft haben in die Bundesliga-Mannschaft, also da auch die Aufgabe erfüllt, Meister geworden gleich, mit denen aufgestiegen, 3. Liga gleichzeitig beim Werner Co-Trainer und die Arbeit da als Co-Trainer zu machen. Aber damals war 1860 noch Bundesliga. Erste Bundesliga. Ja. Du hast vorher schon Dynamo Dresden angesprochen, aber war nicht dazwischen auch eine Station in Kärnten? Trainer? Also erst mal Dynamo Dresden, dann Kärnten. Also direkt von 1860? Und auch. Richtig, ja, Blödsinn, ja, richtig. 2004 FC Kärnten. Hoppala. 2004 bis Sommer 2005 FC Kärnten, ja. Und dann? Damals hat es halt FC Kärnten. Ja, der Vorgänger, das ist ein bisschen kompliziert mit den Vereinen. Ja. Okay, und dann war Dynamo Dresden und der Wechsel von Dynamo Dresden dann zu Rapid war ja, glaube ich, den Hamster ja damals ein bisschen übel genommen, weil du ja, glaube ich, mitten der Saison oder nach einer erfolgreichen, ja, also wie, irgendwie haben sie das ein bisschen übel genommen, den Wechsel. Wieso? Naja, ganz klar. Also erstens einmal, es war so, dass ich leider trotz des letzten Spiels in Rostock, wo wir 3-1 gewonnen haben, den Klassenerhalt nicht halten haben können. Aber ich habe einen Anschlussvertrag gehabt, weil das habe ich mir damals im ausgemacht hat, dass ich gesagt habe, damals auch sollte man aussteigen, möchte ich zumindest die Chance haben, dass wir das wieder gut machen. Und es war wirklich eine sehr interessante eine frühe Saison mit Auf und Abs und wirklich, wegen einem Punkt ist uns nicht gelungen. Aber wir sind dann Was ich mich erinnern kann, du hast damals ein extrem gutes Frühjahr mit Dresden gespielt. Ich war jetzt nicht vielleicht ganz. Genau, in der Frühjahrstabelle Fünfter, aber der Rückstand war schon zu groß. Ja. Der Rückstand war so groß und es war damals so, er war nicht zu groß, aber es war das Problem, dass 4 Absteiger damals waren. Das war das letzte Mal, wo dann
vier Absteiger waren. Also wir, glaube ich, Tabellenfünfter oder Vierter sogar waren wir in der Frühjahrstabelle. Aber es hat halt leider nicht gereicht. Aber wie gesagt, der Anschlussvertrag war da und es hat ja damals im Sommer schon, war schon Unruhe bei Rapid, weil im Winter ist Zellhofer gekommen und es war im Sommer schon ein bisschen Unruhe und da hat man schon irgendwas zu leiten gehört, aber es war ja so, ich bin dann ganz normal in die Saison mit Dynamo gestartet und habe dann einen Anruf auf einmal gekriegt von Peter Schöttl, wie es bei mir ausschaut, wie meine Vertragssituation ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen normalen Vertrag. Und, aber wenn ich war natürlich Rapid, werden wir alles daran oder Hebel in Bewegung setzen, dass es mit Rapid klappt. Aber ihr müsst euch halt deklarieren. Und es war halt dann in dieser Woche so, dass Rapid wieder, glaube ich, nicht gewonnen hat. Und wir sind dann zu Erfurt zum Auswärtsspiel gefahren, aber war schon am Donnerstag oder am Freitag einen Anruf von Peter Schöttl gekriegt und hat gesagt, sollten wir nicht gewinnen, dann könnte es sein, dass mein Trainer freistellen, dass mein Georg freistellen. Und ich sage, ja, bei der, ich müsste sich entscheiden, ich kann nicht, ich müsste schon ja oder nein sagen. Und dann war es halt so, dass die am Samstag gespielt haben, mir Gott sei Dank erst am Sonntag, und ich sitze am Samstag bei mir in der Wohnung, auf einmal kriege ich den Anruf von Peter und sagt, so wie es ausschaut, werden wir in Georg freistellen und wir wollen dich als Trainer. Wie schaut es aus? Dann sage ich, ja, okay, gut, dann machen wir es. Was ist jetzt der Punkt der Vertrag und alles? Sagt der Schaubetter, wir können da das und das anbieten. Sage ich, ja, Peter, aber eins ist auch klar. Da kann ich in Dresden auch bleiben, weil da verbessere ich mich nicht. Das, was du anbietest, das habe ich da bei Dynamo plus meine Prämien. Ne? Dann haben wir einmal dumm gefeilscht, dann hat mich der Werner Kuhn angerufen und haben wir so. Und ich habe dann halt wirklich aus dem Stegreif aussehen, okay, schreibt es mir eine Masterprämie rein, UEFA Cup, wenn wir UEFA Cup spielen, wie ich auf das gekommen bin, kann ich bis heute nicht sagen. Aber ich glaube, das war ein kleiner Tipp von Peppi Hickesberger, kann ich mich nur so erinnern. Und dann habe ich halt, ja, UEFA Cup, Pokalsieger, wenn wir wären, wenn wir Master wären und solche Prämien halt, aber alles nur mit Erfolg verbunden. Also nichts Geschenktes, nichts Ding. Dann waren wir halt dort hier. Und auf das hinauf war meine Verhandlungsbasis. Und dann haben wir gespielt am Sonntag. Und wir gewinnen in Erfurt, was ja ein Hassduell ist, gewinnen dort 2-0 und ich gehe vor ein Spiel zum Geschäftsführer, sage, Herr Köster, bleiben Sie kurz da in der Kabine. Wie schaut es aus? Also ich werde morgen nach Wien fahren, also ich werde bei Rapid Trainer sein. Der war natürlich von alle so, den hat es von alle Wolken runtergehauen, weil der hat mich ja damals auch geholt und war auch ein Unterstützer von mir. Aber ich habe das einfach so gebraucht, dass ich sage, ich bin dann in Wien und okay. Und wir haben dann gewonnen und nach dem Spiel ist er dann gekommen und gesagt, du Peter, du musst aussehen zu den Fans, die feiern die da draußen, da ist eine Stimmung. Und es war wirklich so, der Fansektor, 6.000 Leute waren da mit damals. Wir haben natürlich meinen Namen gerufen und gefeiert. Also der Abstieg war schon wieder vergessen. Wir waren zu diesem Zeitpunkt auch Tabellenführer, auch mit dem Sieg jetzt natürlich nur Tabellenführer. Und ja, wir sind dann mit dem Bus vorbeigefahren und ich habe gewusst, hoppala, du winkst, aber für mich ist Abschied. Und dann war Montag auslaufen. Ich habe geglaubt, dass ich Mittag schon fahren kann. Und ein Journalist von MDR, mit dem was ich auch heute noch befreundet bin, und der hat da irgendwas schon gewusst, dass da was rennt, und hat gesagt, du, das wird da sehr hart, wenn du, er hat es einmal unter Verschluss gehalten, aber er hat mir gesagt, hoppala, wenn du da gehst, da brennt der Hut. Und ich bin dann vormittags das Training geleitet, noch immer, also hart in der Wohnung, habe schon alles zusammengepackt gehabt, auch der Christian Canestrini war ja mit, der Konditionstrainer, der hat auch schon alles zusammengepackt gehabt, und
vergeht eine Stunde nach der anderen und ich kriege keinen Anruf. Dann hat sich auch mit der Werner Kunde gemeldet, hat gesagt, du, mein Vertrag, da, das ist, sage ich, du, vom Fixum könnt ihr mir nichts wegnehmen, weil da bleibe ich da. Sage ich zu Dynamo Hoppala, war Völding, sage ich, da, das kennt, sage ich, nehmt es mir von der Meisterschaftsprämie, sollte man Meister werden, nehmt es mir dort 5000 weg, war eh eine kleine Prämie, muss ich ja wirklich sagen, nehmt es mir dort 5000er weg und schau, was du machen kannst. Dann hat er gesagt, warte, dann kann ich ein bisschen argumentieren und auf einmal ruft mich dann, war es 7:05 war es. Der Peter Schüttel meldet sich ja nicht, dann habe ich um 4 Uhr meinen Schüttel angerufen und sage, Peter, er hat nicht angekommen. Und um 4:30 sagt der Peter, wir sitzen noch zusammen. Dann sage ich, Peter, wie stellt sich das vor? Ich soll morgen bei euch vormittag trainieren oder aufschlagen und ich sitze da, ich fahre ja 6 Stunden von da. Damals war ja die Autobahn noch nicht fertig. Dann sage ich, ich fahre ja 6 Stunden, war nicht noch länger. Wie lange soll ich denn jetzt noch warten? Das geht ja nicht. Und warte noch, es wird schon werden, wir zeigen. Und der Christian Karenstrini war aber auf der Geschäftsstelle bei uns bei Dynamo und da ruft mich auf einmal um 5 Uhr und sagt, du Peter, der Köster hat gesagt, der Geschäftsführer, wenn bis 6 Uhr nichts kommt, bleibt der Trainer, wie er sich das dann ausmacht mit den rundherum, weil es ist dann schon irgendwo herumgeistert, hoppala, Backholt verlässt den Verein und alles. Ja, da wird schon um ein Dumm geredet, also es ist schon was rausgekommen. Ja, aber da soll er sich das dann mit einer ausmachen und Ausschluss passt da. Wobei ich gesagt habe, ja, ich hätte das anders traut. Ich hätte gesagt, also, ja, klar, die haben Interesse, aber ich bleibe so und so, du noch mal über gesagt. Ja, und dann ist 10:06. 10:06 ist der Anruf gekommen, auch von Herrn Köster. Okay, wir haben uns geeinigt. Weil ich habe gesagt, na, dann müsst ihr halt von der spart sich ja mein Gehalt und ich zahle auch noch was von Gehalt noch ist, das kriegt das. Also ich habe auch von meinem privaten Geld auch was mitbezahlt, dass ich damals Rapid-Trainer werden habe können. Und dann ist 10:06 ist das, damals war noch Fax, man muss ja das auch noch dazu sagen, heute geht ja alles ruckzuck, ist das erste Fax gerannt wegen der Freigabe und bla bla bla. Im Endeffekt bin ich um irgendwann nach 19 Uhr, ich glaube 19 Uhr 10 oder was, war dann endgültig alles erledigt und dann bin ich erst mit dem Christian um 4:08 von Dresden weggefahren. Ich habe den Christian noch müssen ins Hotel bringen, da in 22. Ich habe gesagt, hey, ich hole die, dass ich in der Früh die da holen kann, können wir gleich weiterfahren, dann wir um 10 Uhr war Pressekonferenz oder was ist da bekannt gewesen. Und so war das enorm stressig für mich. Das einzige Positive war, es ist gut ausgegangen, dass ich eben fahren habe dürfen. Und die Jahre waren ja danach, obwohl das erste halbe Jahr natürlich nicht sehr erfreulich war, da hat es Stress gegeben und alles. Aber nichtsdestotrotz, also gleich alles am Anfang kloppen, dann hätte auch was nicht passen. So hat das erst müssen die Früchte tragen, was ich das von der Arbeit her. Weil man ja auch eine Mannschaft gehabt hat, die was ein bisschen schon überaltet war und auch von Erfolg her schon gesehen war und alles gemütlich. Und ja, so ist dann zu der Verpflichtung gekommen, die was nicht so einfach war, aber trotzdem dann erfolgreich war. Sowas war, wie heute üblich ist, dass man einen Trainer nach einem Spielsystem, Spielidee aussucht oder dass man dich fragt, du, wie stellst du das vor, wie Rapid spielen soll? War das eigentlich ein Thema? Heute gibt es ja teilweise Hearings, wo die Trainer hinkommen und ihre Ideen, ihre Konzepte vorstellen. Passt der Trainer zum Verein? Also so Red Bull hat ja immer so diese Philosophie gehabt, das muss ein Trainer sein, die halt den und den Fußball spielen. War das damals nicht so das Thema? Da hat man gewusst, was der Peter Backholt für einen Fußball spielt und den will man bei Rapid haben? Oder musstest du da schon irgendwelche Ideen? Das hat man ja gewusst bei meinen Stationen vorher, auch bei Dynamo Dresden, wo es um einen Abstieg gegangen ist, auch bei FC Kärnten, wo es um einen Abstieg gegangen ist, habe ich mich nicht gescheut, versucht, mit dem Spielermaterial so gut wie möglich offensiv zu spielen. Wie man das jetzt nennt, heute heißt es Pressing und vorher. Wir haben schon zu dieser Zeit auch versucht,
offensiv zum Spielen und also die Fußball, der Fußball ist jetzt nicht neu erfunden worden, nur wenn man jetzt da und dann redet über Pressing. Ich habe das immer wieder schon mehrmals in Interviews wiederholt. Ernst Happel war der Vorreiter. Ja, der hat schon mit den Holländern in Holland, in Belgien, mit seinen Mannschaften immer vorchecken. Er hat es immer genannt, vorchecken. Vorchecking versteht eh heute keiner. Heute heißt es halt pressen. Gut, okay, weil die gewisse Trainer immer sagen, wir pressen hoch. Ja, das ist bei uns schon, haben wir schon stehen bleiben müssen am 16er, die beiden Stürmer unter Ernst Happel. Und wenn das Spiel halt nicht so gegangen ist, dass du keinen Zugriff hast zum Pressen, hat das Spielkasten hin und her. Also dann hast du müssen halt viel galoppieren. Ja, das war, und es war damals klar, dass ich bei Rapid, wenn ich zu Rapid komme, mich nicht hinten einstellen kann und schauen, was passiert und reagieren auf den Gegner, sondern wir müssen mit Rapid immer um die Meisterschaft spielen, wir müssen versuchen, offensiv zu spielen und so ist es auch. Es hat natürlich ein paar Monate gebraucht, war keine Frage, aber es hat dann ab 2007, ab der Wintervorbereitung dann im Frühjahr besser geklappt und der Werdegang ist eh dann, da wissen wir dann eh, wie es weitergegangen ist. Also ich war immer einer, der was von der Art her lieber fuhren, weil es gibt ja einen Satz, den auch Ernst Happel gesagt hat, umso früher, dass ich den Ball gewinne, vorne erreiche, umso weniger brauche ich zurücklaufen. Ja, das ist ein alter Satz, ist aber umzusetzen in das heutige. Genauso, weil wenn ich vorne den Ball gewinne am 16er, dann brauche ich nicht hinten, brauche ich nicht nach rückwärts laufen. Man kann vorne weiterspielen. Und umso weiter, dass ich vorne den Ball gewinne, umso näher bin ich beim Tor und umso weiter bin ich weg von eigenem Tor. Das war dann der zweite Satz vom Alten, wo er gesagt hat, umso weiter, dass ich weg bin von eigenem Tor, kann man der Gegner nicht wehtun. Und das ist heute nicht anders. Heute wird es halt anders genannt, aber im Endeffekt ist es genauso heute. Du hast gesprochen, dass der Peter Schöttl gesagt hat, wegen einem Georg Zehlhofer. Hat man da als Trainer ein bisschen, was soll man sagen, Mitgefühl mit seinen Trainerkollegen? Ich meine, da willst du den Georg Zehlhofer auch gekannt haben. Weil die ist ja selber auch schon mal gegangen, dass du halt gehen hast müssen. Hat man da Mitgefühl mit dem Trainer oder ist es einfach das Geschäft, wo man sagt, okay, es ist halt so? Es gibt zwei Situationen. Also die erste Situation war die mit Werner Lorand. Als Spieler war, kann ich gar nicht mehr erinnern bei den Wechseln, das war mir wurscht, eigentlich als Spieler. Aber beim Werner Lorand, jetzt hast du so lange mit Werner Lorand zusammengearbeitet, erfolgreich als Spieler gearbeitet, erfolgreich als Trainer mit ihm gearbeitet, weil wir sind ja doch mit 18, 16 in den Europacup gekommen, was ja keiner für möglich gehabt hat. Und an dem Tag war es immer so, wie es der depperte, dieser blöde Zufall war, ich gehe auf, ich werde. Also ist er aufgekommen zum Karl-Heinz Windhauser im dritten Stock und war auf. Und in dem Moment kommt mir der Werner entgegen. Also das war so eine Situation, die wünsche ich keinen anderen mehr. Und der Werner hat natürlich alles überspült, wie er immer war, gelacht, so pfiffen und ich wünsche dir alles Gute, bla, bla, bla. Aber ich habe gewusst. Und für mich war es schlimmer schon die Nacht davor. Ich habe fast nicht schlafen können, weil ich habe am Vortag, das war am Mittwoch, um 17 Uhr oder circa so, war entschieden, hoppala, ich bin der Nachfolger von Werner Lorand. Und der Werner hat es noch nicht gewusst. Der Werner hat noch nicht gewusst. Also ich habe schon gewusst, ich bin der neue Trainer am Donnerstag in der Früh. Und der Werner bei der Wildmoser, das war sein Anliegen, er will mit ihm selber reden. Nicht? Und dadurch ist es erst Donnerstag in der Früh, da werden jetzt kommen zum Training und ich bin die ganze Nacht wach gelegen und habe Mund bist Cheftrainer, alles stürzt sich auf die Medien. Die Spieler werden auch sagen, hoppala, was ist da jetzt auf einmal? Was will der? Und da geht da ja alles durch den Kopf. Das ist nicht so einfach, wie sich es vielleicht manche vorstellen. Und so war das dann. Und wie gesagt, ich habe nichts geschlafen in der Nacht und in der Früh nimmt er zu. Wie man der da entgegenkommt, wir waren ja wirklich erfolgreich, mir das selber laut da und zwei, aber ich habe mich ein bisschen konzentriert auf das, was jetzt kommt. Dann hat es noch Probleme gegeben. Gerald Pfannenburg ist mein Co-Trainer, den dürften sie aber gesagt haben, Werner, Gerald, du bist der Cheftrainer, gleich mit Peter. So waren auch dann die ersten Tage Training, und man denkt, hey, Gerald, was? Und auch bei den Spielen. Ja, habe ich gemerkt, hoppala,
da stimmt irgendwas nicht. Weil die Aufstellung, die Spielerbesprechung, alles, das habe alles ich gemacht. Also ohne, und in Holland ist aber gestanden, Gerald Vandenburg, 1860 Trainer und so weiter. Und es war nicht einfach. Darum ist er dann gleich noch ein paar Spiele zu dieser Trennung gekommen, weil der Gerald natürlich gemerkt hat, hoppala, er ist nicht der Cheftrainer, und in Holland haben sie ihn natürlich dann auf einmal auch mehr oder minder zerrissen in der Zeitung. Und, aber das war eine Situation mit dem Wechsel da, das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Aber bis dann mich selber getroffen hat, wie ich dann selber freigestellt worden bin, war es dann für mich, ich bin am selben Tag bin ich noch heimgefahren. Also bei mir war es auch so, mir ist am Mittwochvormittag zugesagt worden, und ich habe aber in Wolfgang Hartweger, der war ein Trainerausbilder beim ÖFB, ist, Trainerkurs, den habe ich eingeladen, dass er mir da ein bisschen hilft mit der Mannschaft, wo sind die Probleme momentan in der Mannschaft, wer da in der hat irrsinnig gute Ahnung vom Reden her, und den habe ich dann eingeladen, und der kommt mir am Mittwoch, also mir jetzt haben wir schon getroffen, dass wir entlassen worden. Ich bin entlassen worden, bin zum Training gefahren, auf einmal ruft die Sekretärin an, die fragt mich, wo bist du? Sag ich, du, ich bin gleich da, ich bin ich auf der Grünwalder, bin gleich da. Und wir eine vor in unser Trainingsgelände, sehe ich auf einmal das Auto von Karl-Heinz, das Auto von Junior, das Auto von Herrn Siebert, das war der Vizepräsident, und denkt mir nichts dabei. Und gehe so die Stirn auf, und wie ich die Stirn aufgehe, denke ich mir, ja Peter, das wird ja nicht das wird ja jetzt nicht die betreffen. Und genauso war es, komm auf, die Sekretärin, komm geh rein. Und dann haben wir gesagt, der Wildmoser, ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Ja, begrüßt und bla. Und wie er gesagt hat, Peter, wir haben sie entschlossen, ich habe das Freistellen gar nicht mehr gehört. Wie er gesagt hat, wir haben entschlossen, habe ich gewusst, hoppala, das betrifft mich. Dann hat er noch geredet, ich bin da nur gestanden, steif, wie ein Tunnel. Bin dann rausgegangen, habe mich verabschiedet von der Mannschaft, bin nur reingegangen und gesagt, verabschiedet von der Mannschaft, und bin in die Wohnung gefahren. Und meine Frau war zu dem Zeitpunkt da, weil wir in der Wohnung, in der neuen Wohnung noch was machen wollen. Sag ich, du, pack alles zusammen. Ich fahre, ich bleibe da nicht, keine Minuten länger. Wir haben dann alles innerhalb von Minuten oder Stunde eingepackt, alles mitgenommen. Der Christian, mein Fitnesstrainer, der ist leider dort, hat leider dort bleiben müssen. Der hat aber dann Gott sei Dank alles für mich erledigt. Aber dann sind wir am Nachmittag heimgefahren, und unter dem Heimfahren ist bei mir so die Wut aufgekommen, dass die, Gott sei Dank ist eh nichts passiert beim Autofahren, aber da war für mich so eine Enttäuschung auf einmal, weil jetzt waren wir zusammen, der Lorand und der Wildmoser waren zusammen insgesamt, glaube ich, 11 Jahre, da war es 9 Jahre, oder 9 Jahre, so plötzlich 9 Jahre Trainer, und die haben so viel erreicht, und dann bei mir hat es dauert 1,5 Jahre, und da war so viel Wut, weiß nicht, dass ich vor lauter Zorn, glaube ich, sogar gerät habe im Auto. Weil es ja dann für mich auch irgendwie ein Schock war, hoppala, jetzt ist das Ganze vorbei. Was machst du jetzt da? Obwohl, dass ich jetzt noch, ich habe noch Vertrag da nicht, das war das, dass ich noch Vertrag gehabt habe, noch 1,5 Jahre, und so wie du richtig gesagt hast, hoppala, der nächste Gegner war Verein war Kärnten, und ich mich dann erst auflösen habe müssen mit 1860, dass ich überhaupt Kärnten Trainer werden kann. Aber das war für mich so ein Erlebnis, das wünsche ich keinem Trainer. Und jetzt deshalb noch einmal die Frage, wie hast du da mit dem Georg Zellhofer eine Art Mitgefühl gehabt, oder hast du verstanden, absolut, wie er sich da wahrscheinlich jetzt fühlen muss? Absolut, ich fühle mit jedem Trainer heute mit jedem, immer wenn ich so mitkriege, wenn du der Trainer, wenn man nur hernimmt, LASK zum Beispiel voriges Jahr, gleich 2 Trainer, sage ich da, und dann in Ding, das sind, ich fühle da mit jedem Trainer, weil du machst das ja mit Leib und Seele, oder jetzt der Joachim Stanzfest. Du machst das ja mit Leib und Seele. Du bist ja da dabei, weißt, was du bewegen willst, weißt du das? Und dann wirst
auf einmal von 0 auf 100 rausgerissen aus deinem vielleicht Lebenstraum oder was ich. Und darum leide ich mit jedem mit und fühle mit jedem mit, den was treffen tut. Würdest du meinen, dass viele Vereine zu wenig Geduld mit Trainer haben, dass man zu schnell reagiert? Oder ist es im modernen Fußball, hat man einfach keine Geduld mehr, weil zu viel Geld dahinter steckt, zu viel wirtschaftliches Interesse dahinter steckt? Du in Klagenfurt hast ja eher, sag ich jetzt einmal, ein bisschen Ruhe. Du warst ja relativ erfolgreich, hast öfters die Meistergruppe erreicht, hast nie was mit dem Abstieg zu tun gehabt. Dass du hast ja in Klagenfurt zumindest das Gefühl von außen eine relative Ruhe und bist da eher unantastbar. Oder täusche ich mich da? Kein Trainer ist unantastbar. Man sieht das ja auch jetzt bei Guardiola, der verliert zweimal, da schießen sie, also alle rollen auf einmal hin und her. Fragen aber nicht, warum, wieso, Verletzungen und so. Es ist schneller geworden. Also, ich glaube, in meiner Spielerzeit waren auch Trainerwechsel, gar keine Frage. Ich habe bei Sport, glaub, einige mitgemacht damals, aber nicht so schnell. Also, für mich habe ich nur in Erinnerung, der erste schnelle Trainerwechsel war eigentlich damals Otto Baric. Von uns weggegangen als erfolgreicher Trainer, Europacup-Finale, Pokalsieger, geht zum VfB Stuttgart und 10 Monate später entlässt er Stuttgart. Das war der erste Trainerwechsel, was ich so einmal registriert gehabt habe. Aber was auch danach war, ich glaube, das sind in die 90er Jahre, glaube ich, nicht, dass so schnell immer ein Trainer gewechselt worden ist. Ich glaube, da hat man doch mehr immer, ob es Geduld ist oder mehr, weil es Verträge gegeben hat, kann ich schwer beurteilen. Aber es war halt so, dass ich so das Gefühl habe, dass bis in die 2000er Jahre nicht so schnell die Trainer gewechselt worden sind. Ich glaube, erst wenn man so die letzten 5, 6 Jahre hernimmt, hat sich das so abgezeichnet, dass auf einmal, wenn man vor allem Italien, Spanien schaut, in Italien schmeißen sie einen Trainer aus, dann kommt der Neiche. Ja, der Neiche ist auch nicht erfolgreich, holt man den Alten wieder zurück, weil der hat eh noch Vertrag. Da wechselt, da gibt es Trainer, die sind, glaube ich, 4-mal beim selben Verein innerhalb von 3 Jahren. Ja, und das nennt man es jetzt Leistungsprinzip oder sonst irgendwas, aber es ist schon so, dass jetzt viel schneller reagiert wird. Warum, weshalb, ist schwer zu sagen. Du hast es ja angesprochen, den Wechsel zu Rapid im Herbst 2006 war nicht einfach. Ich kann mich noch erinnern, das erste Spiel war, glaube ich, gegen Salzburg 1-1. Und dann kam schon das Cup aus gegen die Wiener im Elferschießen. Und im Herbst generell, der war ganz, ganz schwierig. Da waren wir zeitweise sogar Letzter. Ja, also ich glaube, da gab es Spiele gegen Salzburg und Mattersburg, beide verloren, da waren wir dann Tabellenletzter. Hast du da, Rapid ist ja, wir kennen Rapid, hast du da schon ein bisschen das Gefühl gehabt, da gibt es schon Stimmen, die vielleicht sagen, da war das die richtige Entscheidung mit Peter Parkholt? Naja, damals war Peter Schöttl, glaube ich, war ja, oder? War nicht mehr. Nein, nicht mehr. Da war die Fasching-Geschichte, aber der Rudi Edlinger war Präsident natürlich, ne? War ja damals gut, das Salzburg-Spiel war Pech, glaube ich, in der 92. Genau, Minute den Ausdruck. Ja. Da hast du, da kann mich noch gut erinnern, ein Interview gesagt, naja, die Mannschaft ist körperlich jetzt nicht so auf Linie, wie es du einfach gern hast. Ist das, und es war auch nicht so, muss man auch dazu sagen, von dem, was ich verlangt habe, es hat sicher genug Probleme gegeben, also das Elferschießen da damals gegen die, ja, auf der Hohen Warte, war mehr damit auch unglücklich zu dem Zeitpunkt. Und so hat sich das die ganze Herbstsaison weitergeschlichen. Und es war dann auch dieses, die Fans haben wir dann boykottiert ja auch. Ja, es war auch, dass der Peter Schöttl auf einmal nach dem Baschingspiel auf einmal sich vor die Fans gestellt hat und gesagt hat, naja, hört auf. Ja, es hat ja auch vor dem Derby ich glaube, Probleme geben, wo die Fans gekommen sind und wo das Training, wo sie ins Training eingegangen sind und wollten der Mannschaft was sagen und ich damals gesagt habe, hey, lasst uns einmal trainieren und dann kann man noch immer reden. Nein, also ist halt dann zu dieser Ansprache gekommen vom Pole und ich habe halt
so wie mein Ort dort ist, halt dann zum Schluss gesagt, danke fürs Vorbeikommen, das war nett, aber es wäre uns auch lieber gewesen, wir hätten 90 Minuten die ganze Unterstützung und nicht nur eine Halbzeit. Und das ist dann bei den Fans überhaupt nicht gut angekommen. Also bei einem Teil, habe ich gehört, haben gesagt, hoppala, der redet zurück und sagt das Richtige. Und ein Teil haben gesagt, ist der deppert, was erlaubt sich der? Der redet da gegen uns zurück. Und das habe ich dann Jahre später erfahren, dass da auf einmal eine Spaltung gegeben hat unter die Fans schon selber nicht. Und ich mir da aber nichts bewusst war. Es war halt nur dann auch so, dass wir zum Schluss der Meisterschaft daheim gegen Sturm Graz gewonnen gehabt haben, was einmal auch schon einmal für uns ein wichtiger Sieg war. Und dann sind wir gefahren nach Ried. Und wie wir ein Jahr später nach Ried wieder zurückgekommen sind, ist der Wirt zu mir gekommen und hat gesagt, schau, ich habe da extra die Zeitung aufgehoben. Und in dieser oberösterreichischen Nachrichten ist gestanden, sollten wir gegen Ried verlieren, dann ist der Stuhl bei der Weihnachtsfeier ist der Stuhl vom Trainer bei der Weihnachtsfeier frei. Ich lese das dann so, wo man denkt, haben die das Original ernst gemeint? Es dürfte aber ernst gewesen sein. Also, wenn wir in Ried verloren hätten und wir waren als Tabellenletzter über Winter, war ich wahrscheinlich weg gewesen. So haben wir in Ried gewonnen. Und gleichzeitig die Austria verloren, so war Austria Zehnter und wir Achter. Aber ich hab zu dem Zeitpunkt ja nicht einmal irgendwie, weil es hat sich rundherum, hat nichts darauf gedeutet, dass da, ich glaube die Medien haben auch nicht danach geschrieben, hoppala, dass da irgendwas ist, aber wahrscheinlich dürfte von hinten ein bisschen Druck gewesen sein auf den Verein aber ich habe dann im Nachhinein, wie ich den Artikel dann gelesen habe, bin ich dann einmal zum Edlinger hingegangen. Sag ich, weil ich mir die Zeitung aufgegangen habe und gesagt, Rudi, stimmt das? Und er hat mir damals keine Antwort gegeben. War eh ein Jahr später oder dreiviertel Jahre später, da war ich. Und da haben wir gedacht, hoppala, da bist du aber schon von der Schaufel noch überkupft. Also wahrscheinlich wäre es so gekommen, wenn wir verloren hätten, dass Rapid 2008 nicht Meister geworden wäre. Du hast ja dann im Frühjahr gab es ja dann im Frühjahr 2007 hat dann eine schöne Aufholjagd, hat es noch auf Platz 4 ist ja Rapid auf Platz 4 gekommen, Recap. Was hast du denn im Winter, an welchen Stellschrauben hast du denn damals im Winter gedreht? Ich glaube, der Branko Boskovic ist ja gekommen, wenn ich mich jetzt komplett täusche, war aber damals noch nicht wirklich matchfit, aber man hat gewusst, das ist einfach ein riesen Kicker, der eigentlich fast für die Liga fast zu gut war, weil der glaube ich von Paris auch schon mal gekommen ist. Also an was für Stellschrauben hast du denn da gehabt? Ich nehme an, einmal körperlich, wie es da mal versucht haben, die Mannschaft Branko, auch an. Also, dass der Branko beim Probetraining war, genau. Dass der da war beim Probetraining und überhaupt nicht überzeugt hat. Nicht? Und ich bin dann, ich glaube, der Skender Fahne hat das damals gemacht gehabt und alles und mit so irgendeinem Berater und dann habe ich gesagt, also unter den Voraussetzungen, ja, auch beim Training mit seinen Kunststickeln, was er da nicht Fußball gespielt, sondern da mehr nur die Schiene machen wollen, oder das, was überhaupt nicht funktioniert hat. Und da habe ich gesagt, nein, also so kann ich den sicher nicht verpflichten. Erstens ist er nicht fit. Ich glaube, dass er ein bisschen ein Übergewicht hat und so weiter. Und dann ist halt dann gekommen, dass das nicht. Er wird trainieren über Weihnachten, er wird annehmen, er wird auch an sich arbeiten und er wird im Frühjahr dann fit sein. Und so, ja, das muss er halt dann beweisen, aber so jetzt in dem Zustand tue ich ihn nicht verpflichten. Es war aber wirklich dann auch so, er ist wirklich abgespeckt gekommen. Er hat auch dementsprechend, was er halt in der Zeit machen hat können, doch ein bisschen aufgeholt und war dann natürlich fußballerisch für uns eine Riesenverstärkung. Jetzt kicken hat, das habe ich auch damals zum Berater gesagt, schon kicken kann er, das sieht man ja, da braucht man nicht reden, weil man sonst hätte man nicht Paris Saint-Germain geholt mit 21 Jahren, also das kannst du nicht verlernen, aber ich finde, aber er hat dann in der Winterzeit an sich gearbeitet und war dann halbwegs fit und wir haben einfach im Frühjahr nur im Winter gut gearbeitet. Steffen Hoffmann, ich darf nicht vergessen, Steffen Hoffmann ist wieder zurückgekommen, der war erst im Herbst lang verletzt war,
und auch dann ein bisschen auch enttäuscht war, weil er nicht gleich Kapitän war und auch im Frühjahr nicht, weil da habe ich Martin Hieden weiter Kapitän lassen, aber weil wir nicht gewusst haben, wie schaut es mit Steff aus, ist er fit, ist er topfit, und ja, das hat sich dann im Frühjahr, haben wir dann wirklich ein anderes Gesicht gezeigt und sind eigentlich, glaube ich, wegen einem Tor, ich glaube, wegen einem Tor, Tordifferenz, sind wir dann in den UEFA Cup gekommen. Das war, wie wir Pasching geschlagen haben, 1-0. Und dieses eine Tor hat damals gerettet, weil sonst war Pasching für uns gewesen. Und dieses eine Tor, da haben wir nämlich in der letzten Runde gegen Salzburg 3-1 verloren. Aber trotzdem, mit dem einen Tor, was der Pasiner noch gemacht hat, haben wir den UEFA Cup geschafft und haben dann eigentlich in den UEFA Cup bis in die vierte Runde haben wir es damals geschafft und haben da wirklich sie neu präsentiert. Gut, dann kam 2007, 2008 die Meistersaison. Ich will es jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht noch einmal zum 100. Mal jetzt aufhören. Wir kennen die Geschichte alle. Nur eine Frage, die mich interessiert, ist 7-0. Salzburg haben wir ja schon, ist ja auch schon 100 Mal zerredet worden. Welches war aber eigentlich? War das 7-0 dieses entscheidende Spiel, wo man gewusst hat, okay, jetzt geht es um den Titel? Weil für mich, so rein von der Emotion her, das 7-0 war nicht großartig, aber war das 2-1 in Linz gegen den LASK, war dann so der, für mich der letzte Kick, wo der LASK war damals ja auch noch dabei, der haben wir jetzt vergessen. Weil der LASK war ja bis zu den Spielen eigentlich auch noch in der Verlosung um den Meistertitel dabei. Welches war so dieses alles entscheidende Spiel? War das das 7-0 in Salzburg, war das das 2-1 in Linz? Das 7-0 war einmal der Dosenöffner. Dann war das Heimspiel, war Grenzburg, was ich mich so erinnern kann. Und dann ist es zu den Genau, so Auswärtsspielen. 4-1, glaube ich, 4-1, glaube ich, in Wacker Innsbruck, ja. Oder 4-1. Und der LASK war ja nur 3 Punkte oder 4 Punkte dahinter. Also es war ja, wenn der LASK gewonnen hätte, war der LASK nur im Rennen gewesen. Auf Platz 2. Und ich habe es, glaube ich, mehrmals in einem Interview gesagt. Der wichtigste Sieg war der in Linz, weil das war damals wirklich eine tolle Truppen mit Vastic und so weiter und Bayerlepp fuhren und wenn wir die Partie gewinnen, dann bleiben wir. Jetzt ist noch dazu gekommen der Druck, dass Salzburg einen Tag vorher gespielt hat. Wir haben ja erst am Sonntag gespielt und Salzburg hat schon einmal vorgelegt. Und ich weiß noch damals, wie der Michael Streiter, weil der war damals Co-Trainer, Mitspieler dann bei Innsbruck damals mit mir, damals im Studio gesagt habe, naja, jetzt haben wir einmal vorgelegt, jetzt werden wir sehen, wie Rapid auf das reagiert. Ja, also. Und wenn man denkt, das Interview sieht, das kann allein Anreiz sein, muss Anreiz für die Mannschaft sein, hier zu gewinnen. Weil es hätte uns ein Punkt ja nicht, ein Punkt hätte uns auch nicht geholfen, weil wir waren ja nur einen Punkt weg. Und die haben es bessere, weitaus bessere Torverhältnisse. Trotz des Sinne. Und wir haben da erste Halbzeit, kann ich mich so erinnern, war so irgendwie durchwachsen. Aber dann auf einmal dieses Elfmeter-Tor oder dieses schnelle Tor dann auch von Korki, der was ja damals, ich weiß heute ja noch seine Bewegung Richtung, weil ich in der Halbzeit zu ihm was gesagt habe. Ja, weil da hat er nur das Leiberl spazieren dran. Und das hat ihm halt nicht geschmeckt, aber die Antwort war halt dann mit dem Tor. Und dieser Sieg ist über alles andere zum Stehen. Auch das 7-0 natürlich wird immer in die Geschichte eingehen, gar keine Frage. Aber das 2-1, weil danach hat man gewusst von der Auslosung, jetzt das sind Siege, gegen die du gewinnen solltest. Ich werde nie das Wort oder sollten müssen. Wir müssen, es gibt kein Muss im Fußball. Ja. Man hat es ja gesehen, bei Klagenfurt da, Aufstieg da in die erste Liga, da hätte Wacker Innsbruck nur gegen die LASK Juniors daheim in Innsbruck gewinnen müssen und sie waren aufgestiegen und nicht wir. Also darum sage ich nie müssen. Wir sollen, wir wollen und so weiter. Aber mit dem Sieg in Linz ist ja so viel, erstens einmal die Begeisterung in Linz, erstens ausverkauft in Linz, aber der Fanblock von Rapid war ja übervoll, glaube ich. Und diese Heimfahrt damals, weiß ich auch noch, die war ja wirklich gewaltig. Weil da haben wir angefangen zum Reden, so, jetzt könnten wir es schaffen. Dann haben wir wirklich, hat die Mannschaft da wirklich sehr konzentriert weitergearbeitet die nächsten Wochen. Und, ja. Und Gott sei Dank gleich in Ried alles zu Hause gegen Alltag. Altach.
Das war noch das Auswärtsspiel dann in Ried, aber das war noch nicht zur Zugabe. Aber das wichtige Spiel war dann, dass du das daheim machst, und das war das Wichtigste. Naja, das Kärnten-Spiel war ja auch noch knapp, ne? Da war ja Kärnten relativ knapp 1-0 in Führung gegangen ist und der Jimmy Hoffa dann einen knapp vor Schluss das 2-1 gemacht hat. Das Das war so ein Nervenspiel, ne? Ja. in der 91. der Jimmy, wo man heute noch immer sagen kann, war es abseits, war es nicht abseits. Ich würde heute gar nicht, wenn man so eine Linie zieht, und vor allem, weil es ja erst in der Nachspielzeit war, ja, mit dem letzten Angriff mehr oder minder, oder vorletzten, da haben wir sie immer dumm gezittert. Aber da sieht man eben, wie schwer das es ist, nach so erfolgreichen Spiel gegen LASK, dann daheim, wo eh jeder redet, man kennt ja dieses Leid, ja, Kärnten, da haben wir eh und durch. Ja. Aber so ist dann Fußball, dann spielen die Nerven mit, dann gelingt dir nichts, denen gelingt gleich ein Tor, ja. Und du musst nachrennen, machst den Ausgleich, und dann musst du ziehen bis zum Schluss, dass du überhaupt noch zu einer Torschance kommst. Ja. Gott sei Dank hat es noch geklappt dann. Gut, dann war der letzte Meistertitel, muss man dazu sagen. Dann kam aber dieses Champions League-Spiel und die beiden Spiele gegen Famagusta. Würdest du sagen, ist das so ein Makel, ein bisschen in dieser Zeit, der über dir schwebt irgendwie? Oder wie würdest du das einschätzen damals? Weil damals gab es ja noch nicht mal so wie heute, wo man, wenn man Champions League ausscheidet, dass man dann irgendwie noch da gibt's die Rettung des anderen Bewerbs. Das gab es ja damals noch nicht, weil es damals nach zwei Spielen war die Europacup-Saison aus. Wie würdest du das heute einschätzen? Ist kein Makel. Überhaupt kein Makel, aus dem einfachen Grund, die Probleme, was wir gehabt haben im Sommer. Wer wird nachher da machen? Wir brauchen einen Torhüter. Da hat es ja schon wochenlang Diskussionen gegeben. Das war auch nicht so einfach. Das war ja die Zeit, wo der Helge Beier krank war und auch nicht bei der Europameisterschaft spielen hat können. Ne? Richtig, dann mit seiner Krankheit oder. Und ich wollte in Simon Jentsch. Felix Magath hätte ihm hergeben bei Wolfsburg. Der hat nicht auf den Simon vertraut. Ich kannte Simon ja von 60 Zeiten. Hat dann Theater gegeben, Ablösesumme hin, dann haben sie sich geeinigt, dann wieder nicht geeinigt. Und zum Schluss ist rausgekommen, dass im Endeffekt um ein paar Netsch, dass der angeblich, so wie es mir dann gesagt hat, angeblich hat der Felix Magath dann doch gesagt, ja, wir Ablöse eine kleine haben, ja, er lässt einem eh frei, weil es ich bin, aber zumindest eine kleine Ablöse, das wollte oder konnte Rapid nicht zahlen. Damit hat man sich um einen anderen Torhüter umschauen müssen und so weiter. Dann ist dazu gekommen in Famagusta Verletzungsprobleme. Ich glaube, der Branko hat nicht gespielt. Und noch irgendwer, ja, waren auf jeden Fall nicht mit der Top 11 dort. Und das Enttäuschende war, dass wir ganz gut begonnen haben, aber dann in der zweiten Halbzeit, gleich nach der zweiten Halbzeit, gleich mit Amphifecker, ist 2-0 gering, 2-0 wäre noch möglich gewesen, aber dann kriegst du in der 91. was nichts eigentlich ist, 3-0. Und 3-0 habe ich gesagt, Punkt, das wird ein hartes Stück Arbeit. Aber habe aber gleich durchgesagt, ich habe das schon einmal mit Rapid auch geschafft. Also konzentrieren wir uns aufs Rückspiel. Ja, das Rückspiel brauchen wir nicht reden. Hoch im Tor, erste Tor schaut natürlich nicht gut aus. Dieser Kopfball, der was, ich glaube, vom 16er geköpft wird oder innerhalb vom 16er. Gegenbewegung und ja, und wir müssen sie da durchwürgen gegen einen Gegner, der was sehr routiniert war, man hat ja nicht vergessen, ich glaube, damals war der Altersschnitt bei denen 29, irgendwas. Und, jetzt, und haben gegen einen Abwehrriegel spielen müssen. Das Enttäuschende war halt, dass uns halt sehr spät das dritte Tor gelungen ist, weil ich denke, der Schwung war da, aber es war halt enttäuschend, weil damals hast du einfach in der ersten Runde, wenn du ausscheißt, kommst du nicht einmal irgendwo anders unter, sondern du bist ausgeschieden. Und das war das Enttäuschende. Und das war sicher für uns alle enttäuschend. Ja, ich glaube, die Stimmung war auch die nächsten Wochen nicht angenehm. Da war auch dementsprechend die Stimmung nicht nur in der Mannschaft, sondern rundherum natürlich nicht rosig, aber wie gesagt, und ja, ich habe das relativ schnell weggesteckt, weil ich als Trainer habe die Aufgabe, das weiterzumachen, dass wir wieder in die Spur kommen. Und das ist uns dann eh im Großen und Ganzen ganz gut gelungen, vor allem da mit dem Auswärtssieg da in Altach, weil der
Ich glaube 7-2 oder was das da war. Das war ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, da waren die Fans. Das war nämlich, glaube ich, gleich nach dem Famagusta-Spiel, war nämlich nicht so täusch. Da waren dann die Fans doch ein bisschen versöhnt. Ne? Es war überhaupt eine Saison, die meine Erinnerung sogar von den spielerischen Akzenten her fast besser war als die Meistersaison. Man hat auch mehr Punkte gemacht und mehr Tore geschossen. Man ist trotzdem nur Zweiter geworden. Siehst du das im Nachgang auch so? Also ich habe diese Saison, das waren damals sehr super Spiele, ich kann mich erinnern, zum Schluss dann Salzburg 3-2, 4-1, Austria, das Derby 3-2 und da war man noch dabei und dann hat dann in Altach, glaube ich, in Rietern, glaube ich, 2 oder 3-0 verloren, wo dann die Titelträume dann vorbei waren. Aber rein von, man hat irrsinnig viel, man hat 89 Tore geschossen und mehr Punkte gemacht in der Meistersaison. Teilst du das, dass man damals eigentlich sogar besser gespielt hat als in der Meistersaison? Ja, gebe ich vollkommen recht. Ich glaube, in dieser Saison haben wir wirklich ein gut Fußball gespielt, auch druckvoll. Eben, man sieht ja an der Torbilanz, was wir, wie viele Tore das wir gemacht haben. Ja, das Quäntchen Glück, sage ich jetzt wieder, hat uns da in diesem Jahr nicht gefehlt, hat uns gefehlt, so wie das Jahr davor, dass wir da halt den einen Punkt oder das eine oder andere Spiel noch mehr punkten. Um den Titel zu verteidigen. Aber von der Saison her war es die bessere, spielerisch bessere und tormäßig bessere Saison als wie das Meisterjahr. Weil im Meisterjahr, Danach. ich meine, dass der Herbst ja nicht so stark war. Da waren wir ja nur, wir haben ja nur als Vierter überwintert. Und wenn nicht Sturm Graz die ersten 5 Spiele verloren hätte, hätte ich mir wirklich die ersten 5 Spiele im Frühjahr verloren. Wer weiß, ob wir überhaupt dazukommen werden, noch zu der Meisterschaft. Ne? Man hat damals ja gegen Sturm 5-1 verloren im Herbst, im Heimspiel. Darf man nicht vergessen, in der Meistersaison. Ja. Okay, nachher dann zweimal die Qualifikation Europa League, das war dann ein bisschen der Ausgleich vielleicht, wenn man das mit Famagusta nicht geschafft hat. Zweimal gegen Aston Villa, auch die Spiele sind ja schon oft besprochen worden. Wie du die Auslosung gehört hast beim zweiten Mal, was ist dir oder der Mannschaft durch den Kopf gegangen, dass man innerhalb von einem Jahr zweimal gegen die gleiche Mannschaft spielt, aber mit einer anderen Mannschaft. Man darf nicht vergessen, beim ersten Mal war noch Niki Zagelavic dabei, war glaube ich sogar der Stefan Mayhofer noch dabei. Vor dem zweiten Duell, ein Jahr später, ist ja Niki Zagelavic relativ knapp vor den Duellen ja nach Glasgow transferiert worden. Wie hast du diese, waren das so Höhepunkte für dich, diese beiden Duelle? So auf Absolut, der absolut. Insel, ja. Erstens sind wir auf der Insel und Aston Villa, österreichischer Club, schaltet Aston Villa am Premier Club aus. Ja, auch zwar mit einer Niederlage, aber wir haben es ausgeschalten und das war damals ja eine Sensation, weil eine Premier League verliert gegen Rapid oder scheidet gegen Rapid aus. Beim zweiten Mal war es. Habe ich damals gesagt, das muss ein blöder Scherz gewesen sein, dass du auf einmal wieder gegen Aston Villa kommst. Also. Aber beim zweiten Mal war es halt auch so, dass ich halt sage, da hat sich wahrscheinlich der Trainer, glaube ich, beim Hinspiel ein bisschen verbockert, weil da hat er damals auch, was bei den Engländern normal ist, da spielen sie immer mit den Ersatzspielern mehr oder minder und da haben wir in Wien zwar 1-1 gespielt, was für uns vielleicht auch nicht optimal war. Aber trotzdem ein Tor gemacht. Und im Rückspiel war es halt einfach, da sind sie wieder mit der vollen Garnitur angefahren. Aber da haben wir wirklich auch das Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt und auch den Willen. Und ich kann mich noch, muss heute noch schmunzeln auf das Plakat, was die Western ausgerührt hat. Also wir sind wieder Retour, irgendwie so. Erschreckt. Your Nightmare Returns, ne? Denn euer Albtraum kommt zurück, ja. War sensationell, aber vor allem, dass wir dort gewonnen haben. Wenn man bedenkt, wie wir angefangen haben, mit der Nuhio. Der Nuhio hat damals beim Heimspiel schon ist Ausgleichstor gemacht. Ein junger Spieler mit 19 Jahren, der Nucci. Ja, dann spielst du auswärts, ja, spielst wieder mit Nuhio, der macht wieder ist Tor. Dann kommt der René Gadler und unser Union Berlin, na, wie heißt der geschwind? Unser Kapitän der Union Berlin, der Burgenländler. Trimmel, Ja. Christopher Trimmel. Der Christopher Trimmel hat einen Trimmel rein auf die rechte Seite und die spielen die her und wir gewinnen dort auf einmal
3-2, was ja noch schöner war, dass du auswärts auf der Insel gewinnst, was ja in Österreich nur GAK gelungen ist gegen Liverpool, aber die sind ausgeschieden dabei. Wir sind weitergekommen und haben das zweite Mal am Premier Club aus. Also das war, dieser Sieg war eigentlich noch schöner wie der erste, wobei der erste ja schon wunderschön ist, weil gegen einen Premier Club weitergekommen in der Gruppenphase. Ich weiß nicht, wie oft das noch gelingt. Ja, die Gruppenphase war ja zumindest der Start 3-0 HSV, dann 1-1 Celtic. Danach hat man, glaube ich, die Tel Aviv, weiß nicht, was unterschätzt hat, zumindest die Öffentlichkeit hat gesagt, naja, das ist der leichteste Gegner in der Gruppe, hat man zweimal relativ krachend verloren. Aber waren die Spiele HSV, das war schon eine ganz besondere Zeit, auch für dich und für die Mannschaft. Es hat ja schon angefangen vorher, wir haben in Altach gespielt und der Andi Marek ist gekommen und gesagt, Peter, du, wir haben ein Anliegen, wir könnten gegen Liverpool spielen. Dann sage ich, Andi, wie stellt sich das vor? Wir spielen jetzt noch eine Gruppenphase, wir haben Meisterschaft und wie wollt ihr das Spiel? Ja, oder am Dienstag oder Mittwoch reinschieben und hin und her. Und er sagt, du, wir den im Broderstadion spielen und ich verspreche dir, das ist auch, da kommen 35.000, 40.000, sage ich dir. Und ich habe gewusst, finanziell sind wir nicht rosig aufgestellt und gibt dann mein Okay. Und das Schöne war, du bist dann ausverkauft gegen Liverpool, dann gewinnst du durch das Tor von Steffen Hoffmann mit dem Freistoß 1-0, Euphorie pur, und dann hast du die Spiele im Happel und bist ausverkauft bei den Europacup-Spielen. Also das war phänomenal, das hat der Andi Marek, der Fans, großartig gemacht und dann gewinnst du. Da ging ein HSV, was ich auch überraschend war, weil die waren zu diesem Zeitpunkt souveräner Tabellenführer in der Bundesliga, in der Deutschen. Und das zweite Spiel dann auswärts ging Celtic, wo ja dann wieder alles wieder, was war, 30 Jahre zurückkommt und was da passiert ist. Und ja, spielst du da gut und spielst unentschieden, hast 4 Punkte. Und bist schon auf dem Weg eigentlich auf Platz 2 und dann fährst du nach Israel und weiß noch, wie vor dem Spiel Mannschaftsrat oder der Steffen, ich glaube Mannschaftsrat sind gekommen, wo wir nicht einen Tag früher anreisen dürfen, weil Jerusalem, also sie wollten gern da alles besuchen, alles anschauen, der Verein, der das okay gegeben. Und ob man da nicht einen Tag früher fahren können. Dann sagst du, gibst es okay, dann ist aber das Problem, hoppala, wir fliegen über Istanbul und Istanbul Tel Aviv und es gibt aber Wien Tel Aviv direkt, aber aus Kostengründen und weiß ich was, nein, jetzt sind wir glaube ich 6 Stunden schon gehängt in Istanbul, unnötig am Flughafen, dann tue ich ins Hotel, okay, war es. Dann war eine Reisedelegation mit, die habe ich nie wieder gesehen. Da waren Leute mit, habe ich dann gesehen bei uns im Speisesaal. Da habe ich gehabt, wir fahren auf einen Ausflug. So habe ich auch am Bauort haben wir gesagt, so sind wir da auf einen Ausflug. Oder? Ja, und so war es halt dann, dass ich sage jetzt nicht, dass es an den genau gelegen hat, aber wir haben dann eine gute erste Halbzeit gespielt, sind ja da. Haben wir ja Riesenchancen gehabt, eigentlich da in Führung zu gehen, kann ich mich erinnern. Ich glaube, der Niki allein, der Jelavic, glaube ich, hat allein 3 Sitzer verhaut und dann verlierst du aufgrund der zweiten Halbzeit 4-1 und fährst mit einer mehr oder weniger Blamage heim. Und dann denkst du, du kannst im Retourspiel alles umdrehen, dann verlierst du im eigenen Stadion gegen die wieder. Ja, also, weil es wirklich gut gespielt haben und mir. Und so ist auf einmal die 4 Punkte waren auf einmal dann nichts mehr wert. Ja. Schade heute. 2011 der Wechsel zu RB, wo auch nicht ganz ohne Wickel, wie das Thema jetzt gar nicht allzu lange jetzt da breitreten. Du bist dann nachher dann noch wieder nur mehr zu Dresden zurückgekommen und dann gab es ein paar Stationen am Balkan, die oft nur ein paar Tage oder ein paar Wochen dauert haben. Was war da los? Nein, es ist nur ein Verein dabei. Es ist nur ein Verein dabei. Also, okay. Das war bei den Slowenen, bei Savic.
Präsident wollte mir da vor dem Spiel erklären, wer alles spielen soll. Und da habe ich gesagt, nein, und auf diese noch wurde dann die Reißleine gezogen. Und bei den Kroaten, glaube ich, hat es halt, ja, bei den Kroaten, glaube ich, waren es 3 Monate oder bei Zibalia. Aber da hat auch der Präsident wollen die Aufstellung machen. Und waren halt alle 2 Präsidenten, wo ich gesagt habe, naja, aufstellen tue ich noch immer ich. Und ja, du kannst den Weg mit einer machen oder du gehst einen eigenen. Oder machst du eins, wie du glaubst. Und wenn du einer gehst, dann überlebst du vielleicht 2 Wochen, weil dann sind sie mit Sieg ständig. Und wenn du das nächste Spiel nicht gewinnst, bist du wieder. Ja. Und eine gute Zeit, muss ich trotzdem sagen, war die Albaner. Ja, bei den Albanern war es halt so, dass wir da Champions League Quali gespielt haben. Und hätten wir, muss das schaffen. Vom Platz 4 weg damals, wie ich gekommen bin. Aber das war im Presseerziel. Das haben wir dann geschafft. Aber der war halt dann unzufrieden bei meinem Heimspiel gegen die Malteser, da oder nur 0-0 gespielt haben. Und ich in meiner Art wieder halt natürlich nicht so reagiert habe, wie es vielleicht andere machen denn und da Milch geben, wenn der Presse was sagt. Und ja, haben wir dann gesagt, na, ich soll gehen. Na, dann, und man denkt, na, der Mann, ich soll gehen, geh raus. Dann rennt man der Sportdirektor aber nach und sagt, du Peter, der hat dich gerade entlassen. Komm, na. Und man denkt, na, schön. Ich meine, ist ja so, ne? Dann kommt Montenegro. Ziel war UEFA Cup, ja, den haben wir auch erreicht. Den Verein dort hingeführt, wo sie hier haben wollen, im UEFA Cup. Also ich würde diese Zeit gar nicht missen. Natürlich waren es nicht lustig oder natürlich ist es für einen, der was sagt, ja, aber das sind ja keine Länder oder was ich was. Ja, aber dort wird auch Fußball gespielt und dort muss da die Leistung bringen als Trainer. Und wie gesagt, waren nur die Serben, waren nur dazwischen. Die, was ich auf Platz 2 geführt habe, ja, das zählt alles nicht. Das ist, wenn du nicht nach anderen, wenn der Presse sagt, der muss spielen, dann muss der spielen. Ob der Presse jetzt eine Ahnung hat oder nicht, ist völlig wurscht. Und von den 3 Presse oder 4 Presse hat keine Ahnung gehabt, weil da geht es nur um andere Dinge. Da geht es nur, was da im Hintergrund läuft, bei den Ländern. Da war ich halt nicht der, in dem Sinne nicht der Richtige fürs Platzieren des gewünschten Ergebnisses, aber nicht das andere. Gut, und dann bist du jetzt in Klagenfurt sesshaft geworden, kann man das so sagen? Glaubst du, dass Klagenfurt deine letzte Trainerstation sein wird oder hast du noch Ambitionen, das noch ein paar Jahre zu machen? Also ich finde ja, es hat ja mit Klagenfurt schon Gespräche gegeben, also zumindest ist angekündigt und das Ganze. Werden wir schauen, wie das alles ausgeht. Und, also einen großen Coup werden wir nicht mehr machen, das ist einmal auch klar. Ich möchte schon noch ein bisschen was auch vielleicht in der Pension genießen. Okay, bitte, wir sind jetzt schon wirklich schon lang. Ich weiß, es tut mir leid, ich hoffe, du hast nur ein bisschen Zeit, weil das eigentliche Thema ist 40 Jahre Spiele gegen Celtic, die sich ja dieser Tage jähren. Am 12. Dezember war das Spiel in Manchester. Peter, deine Erinnerungen heute, also die wir kurz rekapitulieren: Rapid ist Cupsieger geworden, Europacup der Cupsieger, Saison 84-85, erste Runde Beşiktaş, zweite Runde Celtic. Hinspiel 3-1, du hast auch ein Tor gemacht, die anderen Tore unter anderem Hans Krankl. Was war die Erinnerung an das Spiel in Wien? War da die Stimmung, war das schon so ein emotionales Duell oder war das ein normales Europacup-Spiel, wie es heute halt bei Rapid ja dieser Tage immer wieder stattgefunden hat? Nein, also das Spiel gegen Celtic, schottische Fußball, wir haben schon gewusst, was auf uns dazukommt. Und das Heimspiel, ja, es war, hat sich gemerkt, am Ergebnis da sehr, sehr schwierig gewesen. Aber was natürlich in Erinnerung bleibt, ist natürlich dieses 1-0, wo ich da von der Mittelauflauf wegrennen, an zum Slalomlauf. Ähnliches Tor, damals der Maradona gemacht, das ist Jahrhundert-Tor. Ich habe damals halt so Slalomlauf gemacht und mit meinem starken Rechten ja, einfach da abgeschlossen. Ja, der ist Gott sei Dank ins kurze Eck, Schuss habe ich wohl ins lange Eck, aber ist wurscht. Und ja, dann haben wir noch das Spiel, die haben einen kleinen Ausgleich drauf gemacht, aber dann haben wir das Spiel noch gedreht auf 3-1 und das
war eine Ausgangsposition, wo man gewusst hat, aufgrund der Auswärtstorregel, boah, das wird schwierig und so weiter. Ja, und dann ist aber das gekommen. Entschuldigung, aber in Wien war noch nicht absehbar, wie das 14 Tage später sich abspielt. Also das Spiel war hart, ich kann mich noch gut erinnern. Es war typisch Rapid, auch natürlich eine kämpferisch starke Mannschaft, die Schotten sowieso. Aber es war noch nicht absehbar, dass das so ein gehässiges Spiel wird. Das war noch nicht absehbar in Nein, Wien. das überhaupt. Das war ein ganz ein normales Spiel, also gar keine Frage. Es war halt dann auch so, beim Retourspiel, dass wir 4 Tage vorher das Derby gehabt haben. Für mich das erste Derby. Ich mache damals einen Pass, sehe, dass der Friedel Consilier herausläuft und überlupfe ihn. Friedel Consilier macht das 1-0 und gleichzeitig springt mir aber der Friedel Consilier da in die Rippen rein und ich bleibe liegen. Und mein Glück war Hans Krankl, der, was man es nachher dann geschüttert hat. Ja, Traube hin und her und ich habe aber keine Luft gekriegt. Ich bin da unten gelegen und habe mit der Luft gekriegt, weil der mir da eingesprungen ist und dann im Nachhinein hat er herausgeschaut, was war. Aber wichtig war, dass der Hans Krankl, weil er gemerkt hat, ich kriege keine Luft, hat eine Brücke gemacht über mich, dass nicht alle draufgekupft sind und erst wieder alle weggegangen sind, so bin ich hopp, auf Masseur gekommen, hat man gesehen, bumm, ich habe da die Stollen von Friedl, der hat mir da schön drin und die Rippen natürlich. Ich bin dann nur reingegangen, Minuten oder was, wollte noch weiterspielen, ist aber nicht gegangen. Dann gleich ins Spital gefahren und ja, es hat sich herausgestellt, schwere, ganze Seiten, schwere Rippenprellungen, also das wird länger dauern. Ja, Otto Baric wollte aber unbedingt, dass ich spiele und natürlich war auch immer spielen, spielen, bin dann vor dem Spiel hier mit Spritzen behandelt worden, dass ich da Ruhe habe, aber das war wieder so ein Spiel, da war ich dabei, aber nicht mehr. Ja, und wir wissen ja, wie das Spiel da mit dem dritten Tor, das war ja schon der Wahnsinn halt, dass für uns kein Elfmeter gegeben worden ist, erste Halbzeit, was eventuell, glaube ich, einer gewesen wäre. Ich glaube, der Hans hat sich damals eh so beschwert gehabt. Aber es war halt dann auch dieses ominöse dritte Tor. Also die Celtic hat von Anfang an, von der ersten Minute an, einmal versucht, über Härte zu kommen, Schneider kaufen, was einer gelungen ist. Aber das dritte Tor war dann das Obertor, wo der Spieler mit der offenen Sohle gegen Karl-Heinz rutscht. Also heute, glaube ich, bist du für ein paar Wochen gesperrt für so einen Fall, weil das war mehr als fahrlässig, was der Spieler da gemacht hat. Kleiner Fehler vielleicht von Karl war, dass er relativ gleich schnell wieder aufgesprungen ist. Nicht? Sie zwar fallen lassen, man kann sich das heute noch immer auf Video anschauen, da denke ich mir, hätte denn alle liegen bleiben, da denn einmal 14 Ärzte reingekommen und was ist was, weil das war ja sowas von brutal, diese Attacke und dadurch ist halt natürlich die letzten Minuten dann Tohuwabohu gewesen und ja, dann kommt es zu den ominösen Flaschenwurf oder nicht Flaschenwurf. Man weiß ja bis heute nicht. Auf jeden Fall Rudi Weinhofer verletzt, eine transportiert in die Kabine, in der Kabine behandelt worden. Ja, und dann ist der Delegierte gekommen, hat aber schon gesehen, Rudi Weinhofer, schwerer Kopfverband. Und ja, so sind wir mit der Niederlage heimgefahren, ausgeschieden. Dann hat es die Debatten im Fernsehen alles gegeben. Ja, und dann ist es halt gekommen zu dieser Verhandlung. In der ersten Verhandlung haben wir halt verloren. Ich habe da die Celtiger eine hohe Geldstrafe gekriegt, aber das Spiel ist beglaubigt worden. Und Rapid ist dann in Berufung gegangen. Ich glaube, der Hans ist sogar mitgeflogen nach Zürich oder wo das war. Und dort kommt raus, Wiederholungsspiel, aber Wecker von Celtic, 200 Kilometer. Bumm, es wird gespielt am 12. Dezember. Ja, es war schön. Wir sind da, haben noch Meisterschaft gehabt. Ich weiß noch, dass ich zu dem Zeitpunkt zwar keine große Form gehabt habe, aber im letzten Spiel da gegen die Wiener, glaube ich, 2 Tore gemacht habe. Und mit dem Gefühl sind wir natürlich dann nach Manchester geflogen und ja, das Umfeld natürlich in Manchester, brauche ich nicht sagen, da war mehr grün-weiß. Aber auch von denen, du hast nicht gewusst, ist das jetzt Rapid oder ist das Celtic.
Die Hinfahrt war schon sehr, sehr, sehr kriminell. Die letzten 100 Meter, da ist alles gegen den Bus geflogen, was nur die in der Hand gehabt haben. Beim Aussteigen, da steigst du ja, du musst ja links aussteigen, jetzt steigst du aber genau durch, wo die Fans, weil damals haben die Fans noch, sind in den Tunnel noch gestanden. Wir sind nur dazwischen gewesen, die Pferde, die Polizisten mit ihren Pferden. Also es war eine Wahnsinnsstimmung. Also das muss man selber. Sowas kann man heute gar nicht mehr erleben, weil es gar nicht mehr passiert. Und ja, wir sehr stark ersatzgeschwächt. Hans hat nicht gespielt, Antonin hat nicht gespielt. Ich glaube, der Pregisbauer sogar hat nicht gespielt. Also wir waren dort wirklich sehr ersatzgeschwächt, wenn man jetzt die Stammmannschaft hernimmt. Aber wir haben es bravourös drübergebracht. Damals auch aufgrund eines überragenden Funke-Fahrer. Der hat wirklich das gehalten, was zum Halten war. Da waren keine einfachen Bälle dabei und sind dann natürlich glücklich heimgefahren mit den 1-0-Sieg. Kann mich noch gut erinnern, die Celtic hat, glaube ich, einen Eckball gehabt oder Freistoß gehabt, den hat der aus 2 Metern an die Stangen geschossen. Der Ball ist dann zum Peter Brusic gekommen und dann, glaube ich, zum Zlatko Granča und der hat dann sofort zu dir weitergespielt und du bist quasi von der Mittelauflage aufs Tor gerannt. Du hast immer wieder gesagt, den habe ich in die Mitte geschossen, aber eigentlich war es relativ knapp, also du wirst es ja noch ein paar Mal wahrscheinlich gesehen haben, dass er eigentlich relativ knapp an der ersten Stange eingegangen ist. Also einmal verspringen hätte sie nicht mehr dürfen, dann war vielleicht sogar irgendwie daneben gekupft, an die Stange gekupft. Wie war das alles? Das Gefühl, wie du gewusst hast, jetzt rennst du, was sind 40 Meter aufs Goal, und hast du einen Verteidiger noch überspielt und dann war es komplett allein von Tormann und du hast genau gewusst, so eine Chance kriege ich vielleicht in den Spielen nie wieder. Ich muss ein bisschen was korrigieren. Ich bin nicht von der Mittelauflage weggerannt, sondern von eigenen 16er. Ich hätte eigentlich Ja, aber in dem Moment den Ball hast du in aber bei der dieser Mittelauflage Situation ungefähr gekriegt. hätte ich müssen auf den Roy Atkins. Der Atkins war der Vorstopper, also ein Hühner, auf den hätte ich müssen aufpassen. Und der entwischt mir und rennt hinten auf die zweite Stange und der Ball kommt dort hin und der mit seinem Klick schießt aus 5 Meter auf diese kleine, dünne Stange, weil das war nicht damals nicht so, sondern auf die Stange. Und in dem Moment, wo der Ball aber von der Stange weggespringt und geht Richtung Brucic, bin ich vom 16er, man sieht mich, wenn man sich die Wiederholung hat, sieht man mich da unten am Bildrand, dass das ich bin, und rennt schon geradeaus viere. Der Peter Brucic kriegt das so im Ball, führt den Ball, sieht den in Zizzo, Granča, spielt ihn in Granča und ich bin nur in der eigenen Hälfte, da beim Mittelkreis und da kommt von der Seite der rechte Verteidiger und in dem Moment, wo der Zizou mich sieht, spielt er mir genau, da war ich dann genau auf der Mittellauf, spielt er mir in die Tiefe und der Verteidiger, was noch, der hat noch wohl geredet, der hat noch so gerätscht, war aber eher 1 Meter weg, aber, und ab dem Zeitpunkt bin ich dann ganz allein runtergerannt und während dem Rennen habe ich mir nichts überlegt. Also habe ich mir überlegt, was machst. Und wie ich so hinkomme, bin ich nur einfach gerannt. Ich habe nicht angefangen, irgendwie zum Vize, sondern habe mir einfach nur auf meinen linken Fuß vorbeigelegt und war vorbei. Und jetzt kommt die Situation, was ich schon ein paar Mal erklärt habe. Ich habe aufgeschaut, wo ist das Tor? Und habe gewusst, aha, da geradeaus ist das Tor. Und konzentriere mich nur mehr auf den Ball und schaue dann am Ball. Und in dem Moment, wo ich aushole, das geht ja alles in Tausendstel Sekunden. Ich erzähle es halt nur lang. Springt der Ball auf, aber ich war schon in der Ausholbewegung und spiele mit der Innenseite. Und ich war zu dem Zeitpunkt, so wie du richtig sagst, vollkommen der Meinung, er war mitten im Tor. Und jetzt, wenn man sich die Szene anschaut, man sieht es, hopp, der geht, glaube ich, 2 Zentimeter neben der Stange. Geht er rein. Aber ich habe gesehen, er ist im Tor und das war das Wichtigste. Nur nach dem Spiel, oder in der Halbzeit sogar, in der Halbzeit sogar. Da Hans, ja bist du Depper. Du musst ja den Point mitnehmen. Ich sage, wieso, der war in der Mitte. Nein, der war neben der Stange. Und ich habe das nicht geglaubt. Ich habe das erst dann später gesehen, Coppola, der war ja doch nicht so, wie ich geglaubt habe. Aber er war drinnen, das war das Wichtigste. Aber in dem Spiel ist ja einiges passiert. Der Funke-Feuerer ist von einem Fan attackiert worden. Du hast ja dann nach Schlusspfiff mit einmal der Franz Binder Junior
Mir hat einmal der Franz Binder Junior gesagt, die Mannschaft ist eigentlich ganz schnell eingegrenzt, nur du warst der Letzte, der noch irgendwie gejubelt hat oder irgendwo gefeiert hat und hast dann ihm am Weg in die Kabine eine abgekriegt. Nein, es war so, dass beim Funke vorher die Szene ja ganz wild ist, weil dieser Fan kommt rein und haut den Funke richtig ins Tornetz rein und tritt noch hin. Gott sei Dank waren die Bobbys schnell da, drei, aber den haben sie eh, glaube ich, zu viert bändigen müssen, weil der hat da, also den Funke hat schon getroffen. Also das allein war schon, glaube ich, ein Grund gewesen, weil man gesagt hat, der Name spielt nicht weiter, das wahrscheinlich das Spiel dann für uns. Oder war es denn nicht bei der. Der Funke hat aber dann gesagt, nein, geht, okay, nimm mich wieder. Bei meiner Situation war das so, es war der Schlusspfiff und ich war auf der anderen Seite vom Spielfeld, da war herüber der Ausgang und der pfeift da, die Anspieler freuen sich alle, der Funke ist grün und die anderen Spieler, was da so eine Traube gemacht haben, die haben auf einmal gemerkt, hoppala, da kommen Leute und ich bin auf der drüben Seite vom Ausgang und schaue so um. Und jubel und merke auf einmal, wie die alle rennen und fange auch zum Rennen an. Ich war da, natürlich war ich der Letzte, weil ich da erst von der drüben Seite, komplett von der drüben Seite war. Und während, und da war schon die ganze Traube von den Leuten und wie ich da so durchrenne, sicher schon in Binderfranz, ja, und bleibe so. Und in dem Moment kommt der Schuh raus, weil da ist einer gestanden mit einem grün-weißen Leiberl, was jetzt gab, der Rapidler. Aber es war kein Rapidler und er hat halt den. Mit dem Fuß einfach so in den Unterleib und ja, bumm, verletzt, eine, ja, in die Kabine eine und in der Kabine war schon wieder alles gut. Die Bobis haben mich halt nur gefragt, ob ich eine Anzeige mache. Da habe ich gesagt, der Verein hat gesagt, nein, mach. So. Aber was wir wissen, ich glaube, beide haben damals irgendwie eine Haftstrafe oder was gekriegt. Also der, was in Funke bedient hat und der eine auch. Das war, was für die Polizei auch nicht angenehm war. Aber es war nicht so schlimm. Ich will nicht auf das eine Tor reduzieren, weil du hast ja bei Rapid gerade 80, also 39 Tore gemacht, das sehr wichtige, auch zwei Tore dann gegen Dynamo Dresden beim Heimspiel. Aber ist das so dein Tor für Rapid, wo du sagst, wenn du jetzt ein Tor auf eine Insel mitnehmen müsstest für Rapid, würdest du das mitnehmen oder gibt es ein anderes Tor, was vielleicht von deiner Emotion oder irgendwie vielleicht bedeutender war? Es war zum Beispiel das Heimtor, war von jetzt aus fußballerischer Sicht natürlich ein schöneres Tor. Ja, wenn du da zwei Leute überspielst, eine trippelst und da. Aber das Tor ist natürlich das Tor, was das Ganze weitergeebnet hat zum Pokal, also zum Finale. Und vor allem die Entstehung und das Wie. Ja, du rennst da Hälfte allein oben und magst das Tor, würde ich schon sagen, dass das schon ein Tor war, was sehr eine Erinnerung ist. Wobei natürlich diese Dresden-Tore, okay, die Dresden-Tore waren halt mehr oder minder zu einem Zeitpunkt, wo wir es dringend braucht haben. Das 1-0 gleich, dass wir es gleich am Anfang erwischen nach dem 0-3 in Dresden und kurz vor der Halbzeit, das waren beide so Instinkttore, muss ich sagen. Die beiden Celtic-Tore waren jetzt fußballerisch gesehen natürlich die schöneren Tore, gar keine Frage. Aber das Celtic-Tor, also in Manchester natürlich schon von der, wie du sagst, das Ganze rundherum, warum, weshalb, Emotion, in Old Trafford, schießt man nicht jedes Mal ein Siegestor wahrscheinlich, ne? Und noch dazu so ein entscheidendes. Ne? Und weil es nur 1-0 ausgeht, nicht? Und das kommt ja auch noch dazu, nicht? Dass ein 0-1 blieb ist. Beim Dresden-Spiel, das war ja das 2-0, finde ich ja bis heute noch extrem lustig, weil der in den Elfer, also der Hans hat das Tor geschossen. Und hat die eigentlich in der Aktion weggeschupft und der Schiedsrichter hat aufgrund dessen einen Elfmeter gegeben. Und das Tor, was dann gefallen ist, eigentlich sehr interessant. Ja, also, Ja, da war weit und breit kein Dresden-Spieler involviert eigentlich. Nicht? nein, es waren nur zwei Grüne. Es waren zwei Grüne und dahinter, glaube ich, da hinter dem Hans oder was ist einer gestanden. Es war, wenn man es heute im Fernsehen sieht, schon, ist sehr kurios. Nicht? Also, ich glaube, mit dem VAR wird es kein Elfmeter sein. Aber anders gesagt, der Hans hat ja was da gemacht. Ist aber die Frage, ob es dann 5 Minuten ausgeht. Nicht? Es ist ja aus dieser Situation, der Hans stellt mir Wecker,
nimm den Ball an und schießt ihn mit dem Rechten ins Kreuzig. Nicht? Also es war eben 1-0. Es ist 1-0, was sonst aufgefallen. Ja. Für den Elfmeter ist. Gut, dann war noch das Semifinale gegen Dynamo Moskau. Das war ja verhältnismäßig unspektakulär. Also 3-1 in Wien, 1-1 auswärts. Ein Spiel war so sehr schwer. Ja, aber Dresden natürlich durch die Konzentration 0-3-5-0. Ja. So meine ich, es war ein schweres Spiel, aber jetzt war es war nicht jetzt so, auch im Vergleich zu Celtic, also das ist normal abgelaufen im Prinzip, ne? Aber schwer war es. Keine Frage. Und Finale, Eva, ist das so für dich heute noch so, wo du sagst, so eine Chance kriegt man vielleicht nie wieder? Oder weil auch damals war die Mannschaft ziemlich ersatzgeschwächt, Antonin Panenka war nicht fit, Brucic gesperrt wegen einer saublöden gelben Karten. Und der Peter Brucic war ja schon ein Motor dieser Mannschaft. Ist das so heute noch in so eine Chance auf einen Europacup-Sieg, kriegt man so schnell nicht mehr? Ja, gegen eine aber sehr starke Everton-Mannschaft, Meister und so weiter. Ja. Ich komme immer wieder auf Ernst Happel, weil der ja natürlich auch eine gesehen. Ernst Happel hat damals zu uns schon einmal gesagt, bei den Europacup-Spielen, wenn du ein Finale gewinnen willst, musst du mit den besten Elfen spielen. Wenn du das nicht hast, weil er hat es ja auch mit Brügge erlebt, er ist ja auch ins Finale gekommen und hat damals, glaube ich, zwei Spieler vorgehen müssen. Und das hat sich halt leider bei uns auch so bewahrheitet. Wir haben einfach Peter Brucic, unglückliche gelbe Karten im Semifinale, auswärts da in Moskau, wo er einen Ball wicker schießt. Kann man sagen, unglücklich nicht, aber der Schiedsrichter gibt ihm auf das hinauf eine gelbe Karten und das war die zweite gelbe Karten, dadurch war er gesperrt. Antonin war verletzt, ja, und das waren alles Leistungsträger, die was uns ja in dieser Mannschaft ja gefällt haben. Und das war halt dann wirklich so ein Spiel, wo du einfach merkst, es fällt da irgendwo dann auch die Routine, die Qualität, die was wir zum Beispiel beim Heimspiel gehabt haben gegen Dynamo Dresden, dass du das 0-3 aufholst. Was da der Antonin damals gelaufen ist und gespielt hat, so was fällt da dann einfach in so einem Finale. Das waren halt dann, sind sicher, ist mit ein Grund, warum dass wir dort dann das Finale nicht bestanden haben. Zu den Ausfällen, wo ich mich dazu erzähle, ja, was nur dabei war und nicht wenig geleistet hat. Peter, ich bin jetzt wirklich extrem dankbar, dass du dir 2 Stunden Zeit genommen hast, deine Karriere so ausführlich mit mir Revue passieren zu lassen. Auch diese Spiele gegen Celtic, die ja für uns, also für meine Generation, sage ich jetzt einmal, immer noch extrem prägend sind. Und du hast ja als letzter Meistertrainer und als Torschütze in Manchester für mich sowieso so einen Status, das, du bist so sakrosant irgendwie. Also das gibt so ein paar Spieler, die für mich so für alle Zeiten in meinem Herzen, wie soll ich das formulieren, ewig bleiben. Und das ist nicht nur ein Meistertrainer, aber deine vielen Tore und speziell auch Manchester. Bin ja aus der Generation, habe das ja alles live im Stadion oder halt zumindest dann vom Fernsehen miterlebt und habe mich extrem gefreut. Ich freue mich auch, wenn du bei Austria Klagenfurt bei einem Konkurrenten bist, dass du dort immer nicht offensichtlich jetzt auch ein bisschen deine, wie soll man sagen, deine Ruhe gefunden hast, deine Zufriedenheit und auch sehr erfolgreich bist. Ich wollte eine abschließende Frage noch stellen. Trainer Peter Backhult, was hat sich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren geändert? Deine Liebe zu den Schiedsrichtern hat sich nicht geändert. Den VAR siehst du, so wie viele Fans, aber auch sehr, sehr kritisch. Aber wie hat sich der Trainer Peter Backhult, sagen wir jetzt seit der großen Rapid-Zeit 2006 bis 2010, zu heute verändert? Wie hat er sich verändert? Dass am Anfang, wo du Trainer wirst, wirst du natürlich Erfolg haben. Ich denke nur zurück, wie auch ob das jetzt Dynamo Dresden vorher war, ob das auch Austria Klagenfurt 60 war, du wirst Erfolg haben. Vor allem, wie ich dann 2006 zu Rapid gekommen bin, habe ich gewusst, du musst liefern. Du musst da liefern, du hast da gespielt, du hast da auch was erreicht gehabt als Spieler. Und Rapid ist einfach über alles andere zum Stellen und du musst Erfolg haben. Aber ich war als Trainer zu diesem Zeitpunkt bei weitem nicht so nah dran an die Spieler, wie ich es heute bin, wie ich es in den letzten Jahren auch gemacht habe, auch schon vorher, auch im Ausland. Da hat vielleicht auch das Ausland mitgeholfen. Du kannst die Sprache nicht,
Du musst schauen, dass du einen Zugang zu den Spielern findest, musst lockerer werden, weil dass du die Sprache nicht kannst und die nicht richtig artikulieren kannst. Das Englisch ist zwar schön und gut, das verstehen aber viele da unten auch nicht. Also du musst dann einen Weg finden, dass die den Spieler trotzdem nehmen, aber trotzdem auch die Spieler fordern. Ja, und das ist mir halt in dieser Auslandszeit ganz gut gelungen und das habe ich einfach mitgenommen, auch zur Austria Klagenfurt. Weil man darf ja nicht vergessen, zu der Zeit am Balkan und Austria Klagenfurt war ich ja eine Zeit lang ja beim Wiener Fußballverband bei die Damen. Oder bei die, nicht Damen, sondern bei die Jugendlichen als Trainer. Und da kannst du nicht mit 13, 12, 13, 15-jährige Malen kannst du nicht so reden wie mit Burm und auch nicht verlangen vom Fußballspielen, vom Können her, dass die das machen, so wie Burm oder wie Männer. Und das hat mir sicher auch geholfen, dass du da auch demütiger werden musst als Trainer, weil die kennen das halt nicht so, dort unten die am Balkan kennen das auch nicht so. Also da musst du ein bisschen dann auch weggehen von denen, ja, du bist nicht mehr der Meistertrainer und du willst erfolgreich Fußball spielen und die müssen alles kennen. Nein, du musst wieder dann 2 Schritte zurückgehen, bevor du das dann um 4 machen kannst, so wie jetzt bei Klagenfurt. Und das hat sich bei mir sicher in der letzten Zeit, sage ich, ab 2011, wo ich bei Rapid dann weggegangen bin, dann geändert. Dass ab 2011 ein anderer Trainer war, als wie der, was 2006 gekommen ist zu Rapid. Weißt du, einfach einen anderen Zugang brauchst. Also, und das hat dann schon in Leipzig angefangen, wo du die Spieler dann in der vierten Liga bei Weitem ja nicht so fordern kannst, wie vom Können und von allen, als wie eine Rapid-Mannschaft. Das hat sich dann, wie gesagt, am Balkan dann weiter fortgesetzt, einfach dann ruhiger werden, auch die Schiedsrichterentscheidungen dann nicht mehr, weil was soll ich da unter dem Balkan mit den Schiedsrichtern, die pfeifen eh. Was soll ich da für um und tun? Einfach ruhiger werden, schauen und herausnehmen. Und ja, und das habe ich dann auch in Klagenfurt auch weitergeführt, dass du einfach in dem Sinn auch für dich selber das reflektierst, was hilft dir selber weiter, um deine Mannschaft, deine Spieler erfolgreicher zu machen oder erfolgreich zu machen. Und da bin ich auch bei den Schiedsrichtern, dass ich dann einfach ein ruhiger geworden bin. Weil es sind halt ehrlichere Entscheidungen und ja, da kannst du es eher draus ändern. Viele Spieler, wie unter anderem der Mekki Katsa, haben mir gesagt, also sie waren nie so fit wie unter dem Peter Backholt. Ist das heute auch noch so ein für dich so ein Grundvoraussetzung, dass die Spieler einfach körperlich topfit sein müssen, um eine Saison wirklich erfolgreich gestalten zu können? Ja, was bedeutet fit? Fit bedeutet für mich nicht nur laufen, sondern auch körperlich. Das ist Kräftigung, muskulaturmäßig. Und da habe ich mit Christian Canestrini jahrelang, schon bei 60, bis eben zu den anderen Stationen, einen Top-Mann gehabt. Und der Christian, und man brauchte nur den Steffen fragen, der was relativ gern mit Christian immer gearbeitet hat, cooler Witz. Die waren ja, die zwei haben ja mit Christian sich gefightet, wer der Bessere ist und mir ist da, und der Christian hat einfach diese Wegbereitung von der Fitness her einmal gestellt. Das Läuferische, das habe ich dann beim Training, in der Trainingsarbeit gemacht, aber das andere Fitness, was auch Fitness bedeutet, dass du der Rumpf stabil ist, dass du da kräftig bist, dass du auch dementsprechend dagegen halten kannst in Zweikämpfen und so weiter. Da hat er einen großen Teil, der Christian, gemacht und auch dem muss man in dem Sinn danken, dass er da, wie er mit mir immer mit war, super Arbeit gemacht hat. Und das haben das meinen sicher die Spieler, die was damals so wie ein Mäcki oder der Steffen oder der Kulo mit Fitness meinen, dass sie nicht nur jetzt der Renner haben können und da konditionell gut in Ordnung waren, sondern dass das andere auch gepasst hat. Und das eine hat das andere vermischt und dadurch waren sie sehr, sehr fit. Was würdest du sagen zum Abschluss? Was war so deine beste Mannschaft, wo du gespielt hast, deine beste Mannschaft, die du trainiert hast und vielleicht dein bester Spieler, den du, oder dein bester Gegenspieler, respektive auch vielleicht den besten Spieler, den du jemals trainiert hast?
der beste Spieler oder beste Club oder beste Dings, für die gibt es keinen, weil das, da würde ich zu viel anderen Leuten wehtun oder Unrecht tun. Beste Gegenspieler, sage ich immer wieder, Kurt Gager, weil der hat nicht kicken können, aber der hat gewusst, was er am Mann machen muss. Ja, man darf nicht vergessen, der Kurt ist, glaube ich, neunmaliger Master, wenn ich mich nicht täusche. Das siebenmal, der ist also, das wird ja unterschätzt, also dass der Kurtl, da glaube ich, sieben oder neun, ich bin mir nicht ganz sicher, Ja, Meistertitel mit oder Rapid, mit Salzburg bei der etc. Fünf, glaube ich, dann hat er ja mit Salzburg noch gemacht, mit Tirol hat er ja auch gemacht, nicht? Oder mit Swarovski Tirol mit mir. Also der Kurtl, aber der war so als Gegenspieler unangenehm, weil der wirklich, der ist ein Tier pickt und der hat da immer vorher schon eine so leichtes Touch, also sehr professionell, aber gegen den habe ich nie gern gespielt und da finde ich halt, gegen den war es immer unangenehm zum Spielen. Aber der Beste zwar vom Kicken her, nee, aber vom Manndecken her, so wie man es früher genannt hat, war er sicher der Beste. Und das andere will ich nicht, weil das andere war unfair. Das ist der beste Spieler und das ist der beste. Das wäre auch sehr, sehr unfair. Ich habe das Glück gehabt, mit vielen tollen Spielern und erfolgreichen Spielern zum Spielen dürfen. Und das wäre unfair, da irgendwem herauszunehmen, dass der der Besondere ist. Ich bin dankbar, dass ich. Zum Schluss noch, dir wurde immer nachgesagt, du bist als Trainer so wie Werner Lorand oder wie Ernst Happel, so unnahbar und autoritär ist der falsche Ausdruck, aber sehr, sehr streng. Ist das eine falsche Zuschreibung oder hat sich das auch gewandelt in deinen Trainerjahren? Beziehungsweise hast du von diesen beiden Persönlichkeiten einfach sehr, sehr viel mitgenommen in deinen Trainingsmethoden? Na, wenn die Trainingsmethoden, der Fußball hat sich weiterentwickelt. Also, man muss einfach in Hut ziehen von Ernst Happel, da hat es noch keine Videos und keine, heute kannst du einige überall, kannst du hunderttausende Übungen, du weißt schon gar nicht mehr, welche Übung dass du als erstes machst, weil die Trainer alles ausfüttern können. Derzeit müssen alles selber erarbeiten und auf seine Mannschaft umlenken. Da, das ist, glaube ich, Trainerarbeit gewesen. Aber ich bin der Peter Backholt und ich habe mir weder von denen was angeschaut, noch von denen, weil du kannst keinen Happeln nachmachen, kannst keinen Loran nachmachen. Du bist jetzt, natürlich werden die Rapid-Spieler sagen, so wie der Kula oder der Mäcki, dass damals eine größere Distanz war. Aber die heutige, also ich glaube, dass die heutige Spieler mit den heutigen Spieler ist ein ganz anderer Umgang als wie damals, sage ich jetzt, zu Rapid-Zeiten. Also das hat sich komplett gewandelt. Okay, Peter, dann noch einmal, ich bedanke mich sehr herzlich. Wie gesagt, war mir eine große Ehre, großes Vergnügen. Ich bin auch sehr stolz, dich jahrelang spielen gesehen zu haben bei Rapid. Die Tore, die du gemacht hast, live erlebt haben und die großen Erfolge noch gesehen zu haben und wünsche dir außer gegen Rapid, in Klagenfurt jetzt alles Gute. Vor allem wünsche ich dir Gesundheit. Und ja, ich hoffe, dass du noch viele Jahre den Fußball in irgendeiner Art und Weise erhalten bleibst. Schau mal. Danke vielmals, ja? Danke Danke, vielmals. Danke. danke, danke, ciao, danke. Ciao. So, das war die sehr, sehr lange Folge mit Peter Backholt, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass da einiges Spannendes und Interessantes und auch Amüsantes für euch dabei war. Ich bedanke mich noch einmal bei Peter für die Zeit und bei meinen Hörern und Hörerinnen bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und wünsche eine schöne Zeit. Akzent 99 FM.